einer Welt voller Gefahren. Gefährten aus Kindheitstagen. Gebunden durch einen alten Schwur. Vereint in der Welt Gerechtigkeit zu bringen. Wut vom Bohrungsberg. Gunnar. Kjell. Und Anrigio. Wieder. So, man müsste euch wieder hören, glaube ich. Okay, wir haben gerade fertig gelästert. Das ist schön. So. Das ist raus. Gut. So, herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einer neuen Runde. Das schwarze Auge heute mit dem Anfang einer neuen Kampagne. Drachenbann wird das Ganze heißen und ich bin gespannt, ja, wie wir so hier uns schlagen werden. Ihr habt gesehen, ich habe den Trailer neu abgemischt zur Feier des Tages. Und ja, leider müssen wir heute ohne den Kjell starten, weil der Dustin irgendwie meinte, er müsste da irgendwie einen Schweinetrog aus Beton hochheben und er wäre irgendwie Arnold Schwarzenegger oder was. Weiß nicht, ob der sich den Rücken so verknackst hat. Keine Ahnung, vor der Nacht. So, ich hoffe aber, dem Dustin geht's gut. Kann ja auch sein, dass er hier heute Abend gleich einschaltet. Ich denke mal bestimmt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hinein ins Spiel. So, ich begrüße unter mir den Gunnar. Moin, moin, Lukas. Löschen zusammen. Und daneben die Ilana, gespielt von der Jenny. Hallihallo. Und daneben den Vot, gespielt vom Curtis. Servus. Und der Alrigio, den der Peter verkörpert. Moin. So, wenn ihr zu Hause irgendetwas hört, was nicht stimmt vom Sound her oder sonst was, sofort bitte reinschreiben, damit ich da auf jeden Fall etwas dran ändern kann. So, ihr sitzt immer noch in Winhall und habt euch noch ein, zwei Tage gegönnt, um eure Narben auf dem Rücken verheilen zu lassen, eure Stockhiebe, die ihr bekommen habt. Leider war das Ganze ja nicht ganz so von Erfolg gekrönt, wie ihr das eigentlich gerne gehabt hättet. Aber ihr habt auf Dexter Nemrod geflucht und ihn das Schlimmste gewünscht. Ja, und habt euch da jetzt noch ausgeruht. Und nun, ja, Wot, du merkst, langsam aber sicher ruft dich deine Stadt Boronsberg.
Du musst ja die Kohle noch deinem Vater bringen und von daher wäre das so die nächste Station. Insbesondere wurde ja auch unser Gunnar verletzt beim Kampf gegen den Werwolf und es ist noch nicht ganz so klar, ob er jetzt sich diesen Werwolf-Fluch eingeheimst hat oder nicht. Und auch dem muss man nachgehen und gucken, was da passiert ist. Ja, schmeiße ich euch in die Taverne in Winhall und beginnen wir Reise. Also da kommt in der Taverne ist Abend, ist morgen. Wo, welche Situation haben wir gerade? Tut mir mein Rücken noch weh? Es ist gerade morgen. Ja, dann. Guten Morgen zusammen. Wie war die Nacht? Ja, wenn ich die Treppe runterkommen würde. So, jetzt wo ich mal wieder langsam ausgeruht bin und das war alles Revue passieren lassen habe. Boot, ich bin super enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht von dir. Du hast gesagt, du passt auf mich auf. Ja, das ist Entschuldigung, aber nochmal, so wie du dich letzte Woche verhalten hast, dann sei mal froh, dass ich dich überhaupt noch mit meinem Arsch angucke. Ernsthaft. Ich stand ein bisschen neben mir, ja? Ich wurde entblößt vor der kompletten Stadt hier und wir hängen hier immer noch rum. Mein ganzer Ruf ist zerstört. Ja, was soll ich denn sagen? Guck dir meinen Rücken an und guck dir deinen an. Also, mich brauchst du jetzt bestimmt nicht irgendwie ansicken für irgendeinen Mist, der letzte Woche passiert ist. Also, Entschuldigung, das ist nicht meine Baustelle. Also, der Zug ist abgefahren. Vor allem, wie du dich da auch aufgeführt hast, die ganze Zeit. Das sagst du mir. Ja, ich hab dir vertraut. Wir kennen uns schon so lange. Ich hab dir mein und Atlas Leben anvertraut. Und du machst so einen Mist, ehrlich. Vertraut? Und, Tigre, ne? Du brauchst gar nicht so gucken. Wir kennen es zwar noch nicht so lange, ne? Aber du hast dich ja schön rausgeredet und uns hast hinhalten lassen, ne? So ein adliger Typ bist du. Ja, auf die Männer kann man ja gar nichts mehr halten. Ich muss mich entschuldigen, aber ich habe keinen Fehler, den mir bewusst wäre. Ich trage meine Papiere bei mir. Hätte euer Freund, der behauptet, ein Adliger zu sein, seine Papiere dabei, wäre ihm vielleicht auch nichts geschehen und er hätte euch retten können. Ihr habt euch für seine Seite entschieden. Habt euch jemand in den Hals geworfen? Wenn das eure Rettung ist, bitte. Ja, den Hals geworfen, das hat damit doch überhaupt gar nichts zu tun. Wie kann Nein, man das, denn das hat damit so nichts zu tun, das sage ich ja nicht, aber ihr habt ja die Führung der Gruppe übernommen und ihr tragt natürlich auch die Verantwortung. Ich trage überhaupt gar keine Verantwortung. Doch, ehrenvoll, denn ruhmvoll sein heißt auch ruhmreich handeln, das ist das schwierige Problem. Wie handle ich denn jetzt als Werwolftöter? Das ist ja jetzt auch Ruhm, oder nicht? Ja, aber Gunnar, den tragen wir ja leider nicht offiziell, Gunnar. Das ist das Problem. Uns bleibt nur die Geschichten, die wir erzählen können in den Raya-Tempeln und dergleichen. Gunnar, mein Lieber, du kannst natürlich gar nichts dafür. Du bist schließlich verletzt. Und der arme Kiel, den lassen wir mal ganz außen vor, weil der kann sich ja nicht mal selber retten. Aber von euch beiden bin ich enttäuscht. Tut mir leid. Aber wenn ihr Hilfe braucht, sagt mir nächstes Mal einfach Bescheid. Vielleicht kann ich euch den Rücken eincremen mit einer Heilsalbe oder dergleichen. Dass ich das auch noch äußern muss, ne? Also, ja. Also ich finde zum Frühstück, Gunnar, ich bin jetzt total bei dir. Wir sollten auf jeden Fall ein Bier trinken. Oh. Eins, drei. Ich trinke kein Bier, ich will nur noch nach Hause. Ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen Scheiß hier. Ernsthaft. Mich wird man hier nicht länger sehen als unbedingt notwendig. Ich sehe es nicht mehr ein, hier in diesem dreckigen Loch dahin zu sein. Sollen sie doch alle vom Werwolf gefressen werden. Und wenn nächste Mal der Lindwurm persönlich um die Ecke kommt, um dieses ganze Gesocks hier auf sich zu nehmen, bitte, von mir gibt's nur Applaus und Lachen. Ja, also ich finde diese Stadt auch echt ätzend. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens baden konnte und diesen Werwolfgeruch bei mir losgeworden bin. Es wird sicherlich eine Stadt, die wir nicht so bald wieder aufsuchen werden, denn was hat sie uns gebracht, außer Kratzer und Ärger und Scham und Schande? Naja, zwei Kerben an meiner Axt. Ja, das mag zählen, Gunnar, aber das zählt nur für uns unter uns, die wir wissen, was wir erlebt haben gemeinsam. Wie gesagt, ansonsten sind es nette Geschichten, die wir in der Taverne erzählen. Aber das sind doch die besten Geschichten. Wahr, aber nicht hier in Winhall. Die Leute meiden uns ja quasi.
Insofern bin ich dem Vorschlag von Wurt eigentlich ganz zugetan, zu sagen, wir wechseln die Lokalitäten. Wo auch immer euer Boronsberg liegt. Ja. Ilana, du hattest da auch so eine Freundin oder Freund, der sich den mal angucken möchte, den Biss? Ja, Freundin ist weit hergeholt, aber wir kennen es auf jeden Fall gut. Kann sich sowas angucken. Die ist zwar sonst nichts gut, ich bin natürlich in allem besser, aber mit Werwolf-Bissen und sowas kennt die sich, glaube ich, aus. Ja, dann gucken wir mal, ob sie wirklich in allem besser ist. Na dann. Boah, das ist ja ganz dünnes Eis, ne, auf dem du dich hier begibst. Nee, da brauchst du auch gar nicht lachen. Ich lache immer, wenn es nicht zum Weinen reicht. Glaub mal. Ernsthaft. Das Fiasko, was ich hier erlebt habe, ernsthaft. Dass ich überhaupt noch hier bin. Den ganzen Scheißdreck hier sollte man doch einfach nur anzünden. Ernsthaft. Solltet mir Mitleid zeigen. Seine Stimme bricht schon bei dem Gedanken alleine an absolut. Die Sachen. Absolut. Ich habe einfach auch wirklich gelitten hier. Und das nicht im besten Sinne. Ernsthaft. Aber ihr werdet halt auf den nächsten Reisen, die ihr macht, sicherlich euren Adelsbrief dabei haben, dann habt ihr viel mehr Freiheit. Wenn ihr mir unterstellt, dass ich aus meinen Fehlern lerne, dann ist es weit gekommen. Wir wollen es hoffen. Wenn ihr den Fehler zweimal macht, dann seid ihr du. Ich laufe für gewöhnlich nur durch Gegenden, in denen man mich kennt, in denen ich so etwas Banales wie einen Adelsbrief nicht vorzeigen muss. Ehrlich gesagt, ist mir in Grango hat das ja auch noch funktioniert, edler Wurt, aber hier in Wien halt wo? Niemand hat euch bejubelt, niemand hat euch gesagt, der große Boot des Drachentöter und kommt von Boronsberg. Ja, aber schaut sie doch an, Undank ist der Weltenlohn. Hier ist es doch nichts anderes. Was ist passiert? Wir haben ihn von der Geißel der Werwölfe also befreit und zum Dank gab es Stockschläge. Ganz ehrlich, also was soll ich denn hier noch? Furchtbar. Ich glaube, das lag eher an diesem Inquisitor. Das ist mir doch scheißegal. Ernsthaft, ob es der Inquisitor war oder ob es der werte Herr Bürgermeister war. Im Endeffekt hat es uns nichts gebracht. Hausiert er hier noch um die Ecke? Ich finde, wir sollten da einbrechen. Tagsüber einbrechen sind wir doch. Ach. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich breche weder irgendwo ein, noch mache ich irgendwo Rast, noch irgendwas. Ich will einfach nur nach Hause. Ja, dann müssen wir. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, hier, warte, ich würde zum Wirt mal gehen. Hier irgendwie sowas wie eine Kutsche fährt, was mich irgendwie so ein bisschen schneller und ein bisschen komfortabler in die Richtung von Boronsberg bringt. Ja, da ist natürlich auch so ein Pferdehändler, ne? Oh, nee. Wo du hingehen kannst. Pferd kaufen, echt nicht. Nein, aber der hat halt auch da Kutschen und sowas stehen. Also. Ja, also mein Plan ist es, möglichst wenig zu laufen, aber möglichst schnell weg hier zu kommen. Also ich würde vorschlagen, wir gucken uns diesen Pferdehändler mal an. Vielleicht weiß der ja eine Lösung für diese Umstände. Und in Anbetracht der Umstände, ich würde sogar eher mit euch eng zusammenrücken, als zu laufen. Was sollen wir dann vielleicht nicht lieber gucken, ob wir mit dem Schnapper noch eine Stunde noch ein bisschen was zurückfahren können? Der hat jetzt auch keinen Sinn mehr hier zu sein. Der geht da auch zurück nach Havanna. Das ist ja nicht die gleiche Richtung, oder? Naja, aber wir müssen ja trotzdem nach Hönningen. Nach Honingen, ja. Honigen. Honig. Das ist ja auch nicht der Honig. Naja, und ich denke mal, eine Kutsche dort wird günstiger sein als hier in Winhal, wo alle weglaufen müssten. Jetzt, wo der Werwolf. Wenn wir hier überhaupt eine kriegen, das ist ja. Also ich habe mir das verarmte Volk hier angeguckt, das ist das trotzt hier nicht vor Reichtum, das wird eher so eine flüchtende Welle sein, die einfach zu Fuß unterwegs ist. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte und wenn es dann eben 20 Silberlinge mehr kostet, dann ist das halt so. Auf jeden Fall hingehen ist auf jeden Fall das, was ich am liebsten machen würde. Wenn er uns da einen scheiß Preis auf den Tisch legt, dann ist es so, können wir sowieso nicht ändern. Ja, dann lass uns das machen. Ja, ich will hier auf jeden Fall auch weg. Na guck. Du machst dich auf über das Kopfsteinpflaster über den Marktplatz und gehst hinüber zu dem Pferdeverleiher oder Händler, der dort auch Kutschen stehen hat. Und
Du guckst, es ist ein sehr dicklicher Mann mittleren Alters. Also er ist mittleren Alters, er ist in seinen besten Jahren, hat so einen weißen Bart, sieht so ein bisschen runtergekommen aus, graue, verfilzte, halblange Haare, und er guckt euch so entgegen und wischt sich seine schmutzigen Hände halt so an seiner Schürze ab. Ach, moin! Geht's Ihnen, alles gut? Ja, alles gut, und bei euch? Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, in eine Kutsche zu steigen. Ihr sucht eine Kutsche? Wir suchen eine Kutsche, das ist richtig. Ja. Ihr wollt ihr kaufen? Am liebsten würden wir einfach nur damit fahren. Ja nun, aber... Ja, fragt doch nicht, wenn ihr keine Antwort hören wollt. Also... Ich sag Ihnen, am liebsten wäre es mir, wenn ihr eine Kutsche zur Verfügung stellt und uns in die richtige Richtung transportiert. Wenn das nicht machbar ist, dann ist es so. Aber das ist nun mal das, was ich mir jetzt wünschen würde. Ja. Ihr bräuchtet einen Kutscher, der euch bringt und mir die Kutsche wieder zurückbringt. Ich hätte da jemanden. Wo wollt ihr denn hin mit der Kutsche? Ja, möglichst nah an Boronsberg. Boronsberg, wo ist das? Ist eigentlich um die Ecke. Naja, vielleicht ein bisschen weiter. Das sind so ungefähr 450 Meilen. Ich glaube, wir müssen auch noch mit Boot fahren, Meilen. Oder? Sind das... wir noch mit Boot? Nee. Ja, was schafft man denn am Tag? 50 Kilometer? Ja. Ah, da seid ihr in 5 Tagen sind wir definitiv da. Und ihr Kutscher sollt ihr auch nicht umsonst machen. Von daher nennt mir euren Preis und ich sag euch, ob wir im Geschäft sind. Nun, ein Kutscher, die Kutsche, die Pferde, das wäre 50 Dukaten pro Nase. Der pro Nase ist. Es kann euch im Kutscher egal sein, ob er einen dorthin fährt mit der Kutsche oder ob er 5 Leute fährt. Das ist indiskutabel teuer. Und was würde eine Kutsche selber kosten? Jetzt nicht. Eine Kutsche, wenn ihr die da kaufen wollt, die könnte ich euch für... ich sag mal, für 150 Dukaten könnt ihr sie haben. Ist nicht mehr die neueste. Seht hier, die Reifen, die Räder müssen vielleicht mal erneuert werden, aber die Reise hält sie mit Sicherheit so noch durch. Also wir töten euren Werwolf und wir dürfen euch dann noch das ganze Geld davon geben. Denkt drüber nach, was ich vorhin in der Kneipe gesagt habe. Kann ich mir die Kutsche mal angucken, ob Team... Ja, kannst du mal auf Holzbearbeitung oder was du da hast würfeln, um zu gucken, wie das so aussieht. Der war mal zu Ilana und flüstert zu ihr rüber und sage, vielleicht ist ein Besuch des Nächtens beim Bürgermeister doch keine schlechte Idee. Ja, also die Kutsche wäre das Geld halt wert. Da müssten ein paar Sachen gemacht werden, aber ihr würdet auf jeden Fall erstmal nach Boronsberg kommen. Kann einer von uns eine Kutsche fahren? Frage ich mal so raus. Hat da irgendjemand Erfahrungen mit? Also mehr als ich hab's mal gesehen, wie es funktioniert. Naja, ich bin eine Lady. So eine Kutsche ist doch bestimmt nichts anderes als ein Boot auf dem Spannland. So viel dazu, du schon mal nicht. Naja, auf jeden Fall könnte ich die Sachen reparieren. Aber Händler, hier, guck mal. Da vorne, da ist das Brett durch. Da müssen wir ein neues Brett machen. Und da der Reifen, ja, der komplette ich sagte ja, dass da noch ein bisschen was gemacht werden muss. Ja, aber das ist so viel, also da kannst du bestimmt noch was runtergehen mit dem Preis. Na gut, sagen wir 140. Ich würde so in Richtung von Wut und Tigre flüstern so, lass uns das Scheißding einfach klauen, das ist die Stadt uns schuldig. Sie. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht.
Ja, warum soll ich denn jetzt so einen armen, weiß ich nicht, der kann doch nichts dafür. Wir konnten auch nichts dafür. Mir ist doch egal, was mit den Leuten aus dieser Stadt also, hier passiert. Also ganz ehrlich, wenn wir uns auf so ein Eis begeben, dann bin ich doch eher bei El Tigre und sage, lass uns nochmal beim Bürgermeister einbrechen. Aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will einfach nur weg hier. Ich verstehe eure Motivation, aber bedenkt doch, wie belustigt die Leute waren, als ihr geschlagen wurdet. Kommen die Pferde noch extra oder sind die 140 damit drin? Na, die Pferde kommen natürlich noch extra. Was kostet der Spaß? Sonst noch irgendwelche Sachen daneben. Ich will jetzt endlich einen Preis haben. Einen endlichen Preis. Und nicht irgendwie, ja, da kommt noch das drauf und das drauf und das drauf. Moment, ich guck gerade. Also ein Bordellbesuch kostet 5 Silbertaler. Oh, das kommt drauf an. Sicher, dass das 140 Karten kostet, so eine Scheißkutsche. Ich guck nochmal. Ja, plus Pferde, ne? Aber selbst, also 140 Dukaten, wenn du mal bedenkst, wie lange kannst du dann dein ganzes Leben lang in der Taverne überleben, wenn du dafür ein paar Silberstücke... Ehrlich gesagt würde ich dann auch bevorzugen, dass wir uns zu Fuß auf den Weg machen. Vielleicht fährt ja noch irgendwo eine Postkutsche in die nächstgrößere Stadt. Ja. Ich meine, ne, vielleicht sollten wir doch besser mit dem... Könnt ihr mit dem Händler noch fahren ein Stück, dann gehen wir ein Stück des Weges, vielleicht treffen wir wieder jemanden, der uns mitnimmt. Fremde Menschen, ich freue mich immer über Kommunikation. Ja, ihr müsst ja nicht kommunizieren, ihr könnt ja grimmig und muffig da reinschauen. Die letzten Menschen, alle, die ich kennenlernen durfte, haben mein Leben in keiner Weise bereichert. Ja. Stimmt. Es waren nur fleischgewordene Gossen. Sonst nichts. Also, auf einer Reise etwas kennenzulernen, ist gerade so das Letzte, das Allerletzte, dass mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnte. Ja, voll Ilana doof, dass das nicht dabei steht. Und dass ich jetzt hier auch keine Preisliste finde. Warum sind Pferde nicht bei Ausrüstung? Bitte? Lebewesen und tierische Begleiter. Ja, ach, nee, da habe ich nicht. Pferde ist wahrscheinlich aber auch so ein von bis gedönt, weißt du? Ja, klar, aber deswegen muss ja trotzdem eine ungefähre Angabe haben. So. Da steht auch nichts. Ja, während die da quatschen, wird Ilana nochmal in die Taverne gehen und sich eine Flasche Wein holen. Jo. Das ist kein Problem. Ist A5 keine Kosten für Pferde. Elefant kostet 2000 Silbertaler. Also, hier habe ich was. Also, ein kosten ungefähr 60 Dukaten. Funktionierende Pferde. Ein Pferd, ja. Also ohne Kutsche, wenn jeder von uns sich ein Pferd kaufen würde, wären wir auch am Arsch. Das sind wir nämlich bei 300. Wir bräuchten für die Kutsche ein oder zwei Pferde. Zwei. 60, 120 plus 140 bin ich bei 260. Das ist nicht wert, echt nicht. So Leute, ich habe mir den Wein geholt, dann lass uns einfach losgehen. Das halte ich für die beste Idee. Hauptsache weg von hier. Hast recht. Wir brauchen ihre scheiß Pferde nicht, wir verpissen uns nämlich jetzt hier. Schönen Tag noch. Wie jetzt? Doch nicht? Gehabt euch wohl, aber bei den Preisen können Sie bitte versuchen, mit den Ortsansässigen zu reden. Für den Kurs kaufe ich Ihnen kein Pferd und keine Kutsche ab. Schade. Atlas gibt's könnte dann nochmal reinmachen. Gibt es hier etwas wie eine Postkutsche oder ähnliches? Ja, es gibt eine Postkutsche, die nach Honingen fährt. Ist Roning bei uns in der Ecke? Also wenn ihr die Karte mal aufmacht, warte mal, ich teile euch die mal, ich aktiviere die mal. Wo Winhall ist, wisst ihr? Die anderen Karte habe ich eben noch gehabt, ich weiß jetzt nicht, war jetzt auf der... Ja, das ist ja ziemlich weit in der Mitte, geht das Koschgebirge durch. Da die Karte sichtbar machen, für uns ist alles unsichtbar. Okay.
Oder alles schwarz, eher nicht unsichtbar. Jetzt geht's. Ja. Ja. So, Windhall war hier, ne? Irgendwo. Da ist es. Ja, nee, da. Genau. So. Und Honingen ist hier unten. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das doch. Und hier. Warum kann ich. Achso, weil ich nicht angewählt habe. Hier hinten ist Boronsberg. Ach, da ist ja voll der Ein Pferdhof, wo das so gute Bier gibt. Meine Güte. Der Koschkamm, ey, ist da. Ja, also dann nach Honingen. Okay. Ja, was immer für ein paar Silber wahrscheinlich, ne? Ja, Honingen ist ja. Aber wir können ja einfach als Beschützer anheuern und vielleicht kriegen wir noch einen. Ich heuer gar nicht an. Ich will einfach nur bezahlen und in Ruhe gelassen werden. Und wenn neben mir irgendwie ein Kind abgeschlachtet wird, dann soll es mir egal sein. Lustige Lage für die Hexe. Das könnte sie. Schreibt ihr das auf? Ja, genau. Kjell schreibt das auf. Kjell, wir haben Kjell vergessen. Ja, das ist Kjell allein in Windhall, ne? Nicht mehr zu Hause. Ja, genau. Ja, ihr geht zum Kutscher der Postkutsche und der guckt euch etwas fragend an. Wie kann ich euch helfen? Wir brauchen Plätze für eine Mitfahrt nach Honingen. Mitfahrgelegenheit, ja, die kann ich euch bieten. Ihr könntet für ein Silber pro Person mitfahren. Das ist dann ein guter Kurs, denke ich. Vielen Dank. Und was ist, wenn ich den Karren währenddessen noch verteidigen möchte? Ich bezahle die 5 Silber für. Ne, 5 sind wir 5? Also ja, 5. Ich zahle die 5 Silber. Also sollten wir in Schwierigkeiten kommen und ihr würdet den Wagen verteidigen, würde ich mich schon erkenntlich zeigen. Die Katze ist für umsonst, die kommt mit. Ja, natürlich. Ja, dann zahle ich ihm. Ein Kätzchen. Gib ihm die 5 Silber. Wow. Nun, ich fahre in einer Stunde los. Falls ihr noch irgendwelche Besorgungen machen müsst oder etwas, dann bleibt pünktlich. Ich warte nicht. Ich würde mir 2 Fässer Bierchen kaufen. Perfekt, da betrinken wir uns unterwegs. Du fährst quasi nach Richtung Pferdock und kaufst Bier. Das ist wie Eulen nach Athen. Hör mal, bevor ich bei Pferdock ankomme, sind die Fässer leer. Ah, dann ist gut. Das ist so, als wenn der eine Brauereibesichtigung bei Feldins oder so macht und sich erstmal ein Sixpack ans A holt. Ja, zum Vorglühen. Jo. Kutscher, fahrt ihr noch weiter als Honingen? Ja, ich biege dann weiter ab nach Abilacht. Das ist die falsche Richtung. Ja. Wisst ihr, ob eine weitere Kutsche in die andere Richtung fährt? Nein. Vielleicht auch Richtung Pferdock? Woher soll ich das wissen? Wie lange brauchen wir ungefähr bis dahin? Nach Honingen braucht ihr 50, 100 einen Tag. Ja, dann bitteschön, lasst mich in Ruhe. Ja, so zahlt ihr eure Überfahrt quasi, setzt euch in diese Kutsche. Der Gunnar hat noch etwas Bier besorgt, was er dann zum Besten gibt. Und ihr fahrt Richtung Süden, an Ambelmund vorbei, an Ortis vorbei und an Aran. Und als ihr an Aran vorbeikommt und den Tommel immer zu eurer Linken habt, da geht langsam aber sicher die Sonne unter. Die Wälder werden lichter und ihr seht in der Ferne schon das Koschgebirge. Und ihr wisst, dass der Weg euch durch die Höhen dieses Gebirges führt, um von Gratenfels nach Angbar zu kommen. Gegen Abend oder früher Nacht passiert der Postwagen das Tor von Honingen. Ihr wart ja schon einmal dort und habt dort Rast gemacht und der Postkutscher schmeißt euch raus und bringt da jetzt seine Post weg und verteilt um und wünscht euch noch eine gute Weiterreise.
Ihr gehabt euch wohl. Wir sollten jetzt irgendwo zusehen, dass wir eine Unterkunft bekommen für die Nacht. Oh, ich kenne eine Kneipe. Eine Unterkunft, nicht einen Tresen, an dem wir einnicken können. Ja, Ilana ist mittlerweile auch angetrunken, der ist alles egal. Gunnar, du kannst entscheiden. Ja, dann gehen wir Kneipe. Ja, auf dich ist immerhin noch Palast. Würdest du ja eine richtig runzige Kneipe raussuchen? Ihr geht in eine richtig runzlige Kneipe und wir überspringen aber dieses Gelage für heute Abend, weil wir sonst ja uns von Kneipe zu Kneipe, spielen. Am nächsten Tag versucht ihr wieder eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Das gelingt euch auch noch bis Gratenfels, wo ihr dann die zweite Übernachtung einlegt. Nachdem ihr in Honingen richtig dreckig und krass gezecht habt, beliebt es euch in Gratenfels nun nach einer etwas gehobeneren Unterkunft und ihr lasst es an diesem Abend etwas ruhiger angehen. Am nächsten Tag wollt ihr weiter nach Angbar reisen, aber dort ist keine Passage zu finden und so müssen euch eure Füße den Pass zum Kosch hochbringen. Ihr wandert den hoch und gegen späten Nachmittag ungefähr kommt ihr so an die Ausläufer des Koschgebirges, also da, wo jetzt von euch aus gesehen das Koschgebirge anfängt. Und ja, ihr seid langsam hungrig von dem weiten Marsch. Ein Feld ist 25 Meilen. Ihr seid also schon gut 30 Meilen zu diesem Zeitpunkt gelaufen. Eure Füße schmerzen ein wenig und ihr habt Hunger. Ja, Ilana ist gerade mit ihrem Besen hochgeflogen. Aber so ganz gehässig, ne, würde die immer vorantreiben. So. Das habt ihr davon, dass ihr so scheiße zu mir wart. Ich wäre nicht etwas vorsichtiger mit eurem Besen. Sollte uns ein Prajot entgegenkommen, dann seid ihr längste Zeit dort oben gewesen. Ja, wir sind hier immerhin in den Landen des Mittelreichs. Das kann ganz schnell passieren, Madame. Ein was? Ist ja nichts passiert. Ja, aber ich wundere mich, wir sind hier auf einer der größten Reichsstraßen und kein Wirtshaus weit und breit zu sehen und bei dem man runterkommen kann. Verdammt. Wir hätten schon 3 Bodegas gesehen in meiner Heimat. Ihr kennt Wörter. Ja, aber einen kleinen Unterschlupf, das kriegen wir schon noch gebaut. Das ist nicht das, was mir behagt. Haben wir eigentlich Kleidung und sowas? Ich weiß nicht, wie hoch ist der Berg? Gibt's, da läuft der Schnee? Haben wir uns da Kleidung für geholt oder was? Das ist ein Pass, der darüber geht. Und da das so eine große Straße ist, denke ich mal, dass der auch recht gut begehbar sein wird. Also das wird jetzt nicht so ein Ding sein wie beim Herr der Ringe, wo die da durch die Nebelberge gehen und da klettern müssen und sowas. Obwohl er ja bei den Anpforten endet, ne? Hast du es gesehen, oder? Der Weg endet da bei den Anpforten. Nicht die grauen Anpforten, aber wenn du den weitergehst, gibt es da eine Zwergentrutze und dann kommt Anpforten. Was haben wir überhaupt für eine Jahreszeit gerade? Frühling oder wie war das, ne? Kann ich euch sagen, wir haben jetzt, ihr habt 2 Tage, ne? Sommer. Wir haben jetzt Sommer. Wir haben Sommer, genau, und es ist der 12. Effat. Ja, also geht ja Richtung Abend hin, würde ich mich mal umgucken wollen, ob ich irgendwas finde, wo wir vielleicht einen kleinen Unterschlupf machen können. Und da war aber hier im Kalender, da war aber jemand astronomisch nicht so gut drauf oder astrologisch. Der hat als zunehmenden Mond. Nee, doch, ist doch richtig, die Sichel. Ich habe schon gedacht, die wäre falsch rum. Nee, alles gut. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Alles gut, sah nur so komisch aus. Ja, bitte was?
Ich würde gern gucken, ob wir uns irgendwo einen Unterschlupf finden können oder Ja, ihr sucht euch da so eine Lichtung und baut euch da so einen kleinen Unterschlupf. Da ist so ein überhängender Stein, so ein Felsen. Da könnt ihr halt so ein paar Äste dran lehnen, um euch da so ein bisschen drunter gemütlich zu machen. Und ihr entfacht halt ein Feuer. Es ist ein wunderschöner Tag, die Vögel zwitschern und es ist ziemlich lange hell. Ihr bratet euer Fleisch oder was ihr da habt über dem Feuer und lasst es euch gut gehen und schmecken. Erzählt euch ein paar Witze. Der Gunnar hat vielleicht noch einen Rest von einem Fass auf dem Rücken, von dem er noch was abzapfen kann. Ich habe da noch eine schöne Tabakdose, da habe ich jetzt auch Tabak dabei. Ja, Ja, ich dann würde dem gibt noch mal Gunnar eine mal meine Runde. Lykanthropie-Salbe rübergeben. Ja, das Was schon. machen denn die Mondverhältnisse? Sind die jetzt da? Ihr habt zunehmenden Mond. Die Aber hat stehen er. dabei, ja. Im Die Salbe bringt nichts mehr, die hat er ja schon mal aufgetragen direkt Wann danach. haben wir denn mit dem nächsten Vollmond dann entsprechend zu Okay. rechnen? In etwa 1, 2, 3, 4, 5, in 6 Tagen. Ja, bis dahin sollten wir da sein. Wenn da der Stadt zu Hause ist. Ja, aber die Lykanthropie-Salbe hat er schon benutzt und wir wissen ja nicht, ob die gewirkt hat, ne? Nee. Ja, dann viel hilft viel, Gunnar. Na ja, dann schmier ich halt nochmal Salbe drauf. Genau, der Gunnar gibt sich erstmal den dritten Salbenbooster. Und ja. Und Nebenwirkungen? Keine. keine. Nebenwirkungsfrei. Ein guter Druide. Und so bricht langsam aber sicher die Nacht herein. Ja, wir Nicht, stellen dass Wachen hier auf. Es wird Spinnen kommen. dunkel. Ich hasse es, draußen zu übernachten. Da kommen bestimmt Ich auch. Ich Spinnen, die in meinen Schlafsack kommen. teilt so eure Wachen ein. Und als der Wod seine Wache hält. Du könntest nicht so tun, als ob du es auswirbelst. Warte. Ah, es trifft Wut. Oh, als Wod seine Wache hält. Da hörst du plötzlich irgendetwas knacken und knarzen im Wald hinter dir. Ja, ich würde die anderen wecken. Mach das mal. Hey, hey! Was? Was? Hey Gunnar, das war ein bisschen auffällig. Irgendwas war da im Busch. Vielleicht war es nur eine dumme Wildsau, die hier wieder abhaut, aber gerade hier oben am Pass, da treiben sich manchmal nicht unbedingt die nettesten Kreaturen rum. Tatsächlich, Räuber? Ja, Räuber waren ja auch durchaus schon mal zu sehen, aber auch das schlimmste Gefiech überhaupt. Das war ja mal eine Wolfsplage irgendwo und was weiß ich nicht, was hier alles war. Alles schon so. In welche Richtung hast du das Geräusch Hier gehört? da vorne, direkt da, neben der fetten alten Eiche. Pass auf, ich mache einen Bogen und versuche es zu umgehen und ihr habt die Sache weiter im Auge. Vielleicht können wir es einkreisen. Ich würde da mal hinschleichen. Ja, du schleichst da so hin und als du dich tiefer in den Wald hineinschleichst, da siehst du, dass da irgendwie ein Feuer lodert. Ich mache ein Tiergeräusch nach, damit ich meine Gefährten warne. Ein Käuzchen. Uhuhuhu. Rafft dann wieder keiner. Rafft Vogel. keiner, natürlich nicht, das ist egal. Das ist aber ein sehr, sehr großer Vogel. Was ist denn da los? Ein Vogel anscheinend. Lerner. Riecht man irgendwas? Dann hörst du sehr schwere Schritte, die an diesem Feuer irgendwie hin und her laufen. Also, dir kommt es fast vor, als wenn die Erde so ein bisschen beben würde. Scheiße. Und da Wie ist so weit ein ist die? gewaltiger Schatten, der sich jetzt so
bam, knallen lässt und da irgendwie da irgendwas brät. Wie weit ist denn das Feuer von unserem Lager entfernt? Müsstest du den Alrigio fragen, der ist aber gerade nicht da, oder bist du mit reingeschlichen? Sieht man denn irgendwas oder hört man was? Wir haben ja nur... Ich würde mich zum Schuhu... Ja, ihr würdet auch diese Schritte hören, aber leiser halt. Ich würde mich mal zum Schuhu schleichen, in der Hoffnung, dieses arme, kranke Tier töten zu können. Ja. Nee, warte, geh jetzt nicht alleine. Wieso? Ich hab dich doch eh schon enttäuscht. Das stimmt. Lass uns alle gehen. Also diese Schritte, die hört ihr auch, oder nicht? Ich bleib hier auf jeden Fall nicht zurück. Nachher kommen hier noch Spinnen oder so. Ja. Psst. Hier. Hier bin ich. Huhu. Huhu. Was ist da? Das ist irgendwie ein fettes Etwas, was um ein Feuer herumtanzt und weiß ich nicht, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Ich sag ja, der Pass hat seine eigenen Viecher. Was ist das denn? Ein Riese. Ich wundere, wenn es wieder ein Oger wäre. Wir haben hier schon mal so eine kleine Ogerplage gehabt. Davon habe ich gehört. Gerade im Sommer, da ist denen das hier schon ganz angenehm so. Die gehen hier ganz gerne in ihrem Dreck planschen, können dir tun, machen, was sie wollen, schnappen sich die Wildschweine zum Fressen und zum Paaren und was weiß ich nicht. Die fressen Menschen, hörte ich. Ja, also sind schon mal durchaus Menschen hier verloren gegangen. Wir sollten da mal schauen, ob wir da jemanden vielleicht aus einer hohen Not retten können. Oder sollten wir das... Wie groß ist das Ding? Ist das über... Wie groß? 3. Das Vieh? Ja. Ja, die sind so 2,50 Meter, 3 Meter würdest du schätzen. Ja, ist nicht und ihr schleicht euch halt ran. Das und geht ihr tatsächlich seht, als Kultur schaffen, doch. Dass da halt so große, weißhäutige Typen sitzen mit Riesenhauern und teilweise einem weißen Bart und Glatze und dann haben die Hals halt so ganz viele Schädel und halbe Leichenteile und sowas. Und die sind da irgendwie irgendwas am Drehen. Da sind 2 Stück. Und als ihr da so hinschaut, seht ihr, dass die da irgendwas eingeschnürt haben in einem Sack. Also ich habe gehört, die sind nicht besonders helle. Vielleicht können geh mal hin und find's heraus. Naja, das, denke ich, ist die schlechteste Idee, aber vielleicht können wir sie auseinander, nacheinander uns vornehmen. Warum sollen wir da überhaupt hingehen? Lass da da im Sack ist offensichtlich jemand... Schau doch mal da im Sack, du kannst doch die Leute da nicht, wer immer da drin ist, alleine lassen. Das ist doch nicht unser Problem. Diese Viecher gelten als äußerst abergläubisch, das sind sie. Vielleicht können wir ja mit der Jenny ein alleine bisschen macht was, mit der Ilana ein bisschen was machen, vielleicht... Vielleicht ist es ja möglich, dass du auf deinen Besen steigst und einmal irgendwie die Obergottheit spielst, die das Feuer regnen lässt. Dann sind die Jungs ganz schnell weg, das glaub mal. Oder die greifen mich an. Wie denn, wenn du auf dem Besen bist? Und dann kann ich mich hier wieder auf niemanden verlassen. Du musst nur höher als 4 Meter fliegen. Ja, natürlich kannst du dich uns verlassen. Wir haben wirklich Glück mit diesem kleinen Happen. Endlich mal was anderes als diese Schafe von den Bauern, die wir uns immer holen müssen. Ja. Wie weit sind wir denn entfernt von der Sache? Ihr seht das doch, oder nicht? Ja, wie weit ist das? 15 Schritte. Ja, ein bisschen weiter. Ich glaube, die Maße stimmen nicht ganz. Ich würde sagen, so 50 Meter. Also, du meinst jetzt hier auf der Karte sehen wir das? Ja. Aber ich will die Öhrchen knabbern. Nee. Die Ohren sind das Beste. Die Ohren sind das Beste. Ich würde einmal mähen wie ein Schaf. Den lockt ihr doch nicht an. Sicher, einen Eingriff wollen wir locken. Was war das? Ach, nur eins von diesen ekelhaften Schafen. Ja, morgt heute diese Elfe hier, die wir uns heimverleiben werden. Du ein Ohr, ich ein Ohr. Eine Elfe? Habt ihr schon mal eine Elfe gehabt? Die können uns zum Abendessen reinhauen. Hast du schon mal mit einer Elfe zu tun gehabt? Rot, Ilana, sollt am besten, ihr schleicht ihr mal rum. Locken die zu uns? Und dann könnt ihr die Elfen befreien und wir verstecken uns. Wir können uns erschlagen, aber wir können nicht 2 Oger auf einmal, das ist tödlich.
Wahrscheinlich befreien wir dieses Viech. Ihr Vater sagt Danke und gibt uns 20 Peitschenhiebe für unsere Großmüdigkeit. 40 vielleicht auch. Ja, für mich wieder 40, hast recht. Pass auf, dass du gleich nicht stolperst. Das kann passieren, ja. Ich mach nochmal das Schaf nach. Kommt da keiner? Und den? Nee, die sind da jetzt gerade mit ihrer Elfe zugange und bereiten alles vor. Der eine macht so eine Gewürzpaste fertig. Geil. Ja, von mir aus fliege ich da rum, bevor du jetzt noch einmal dieses Schaf Hast du den Honig? Nee. Ja, natürlich, diese Scheißbienen haben mich die ganze Zeit gestochen hier. Ich schlage dich vom Besen. Das ist keine gute Idee. Wieso? Da werde ich immer nicht angegriffen. Wenn du noch einmal die Schafgeräusch machst, dann kommt das. Ilana wird dir eine knallen. Dann geh mal gucken, was da ist. Warum ich? Weil ich gerade hier die Honig-Senfsoße mache. Na gut, dann geh ich mal gucken. Ja, Ilana pfeffert El Tigre eine. Ich würde mich hier hinter dem Baum verstecken und warten, bis der vorbeikommt. Und dass ist ich da irgendwas? Komm her, kleine Schäfchen, wo bist du? Guck Ilana an, bevor ich gleich noch eine kriege. Ja, Ilana hat ihm eine geballert und jetzt dreht sich um und Gunnar ist auf einmal weg und ich bin mit den beiden Idioten alleine. Idioten, danke. Komm her, kleines Schäfchen, wo bist du? Mach mäh. Mäh. Wie lange dauert das denn da hinten? Ich such doch schon. Mäh. Aber ich geh nichts. Und der sieht dich plötzlich. Anstreichen? Ey, wer bist du? Moment. Ich bin ein Schaf. Ja, wo bin ich da? Ja. Also ich wollte mich mach ja mal eine Klugheitsprobe. Genau, du blöder Oger, mach mal eine Klugheitsprobe. Kannst denen ja deinen Adelstitel zeigen, vielleicht tun die dir dann nichts. Chapeau. Ja, und als er sieht, dass du ein Mensch bist, da will er sofort auf dich losgehen. Warte mal, ich zieh uns mal alle in die Tiefe rein. Kann ich denn dann noch einen Überraschungsangriff oder sowas machen, weil ich mich ja versteckt habe? Gleich. Der guckt jetzt erstmal, dass er jetzt auf den Alrigio losgeht. In dem Moment könntest du einen Überraschungsangriff machen, ja. Könntest von hinten angerannt kommen und versuchen, Seitrauschen, jawohl, zu erwischen. Jetzt gehen wir wieder in den klassischen Nahkampf mit einem 2,50 Meter Monster. Toll! Der Tag kann ja nicht beschissener werden. Ich hätte mich vorher nochmal betrinken sollen. Hast du doch. Hä? Das müsste aber eigentlich funktioniert haben. Warum? Weil hier steht noch Angriff improvisierte Waffe. Aber weil ich ja diesen Holzfäller-Trade habe, zählt das als normale Waffe. Deswegen müsste ich eigentlich nur... Nee, alles gut. Also irgendwie... Ich hätte 12, nee, ist alles richtig. Das kommt durch die Belastung und den Gegner, ja, weil er größer ist. Ja, du versuchst angestürmt zu kommen und den zu attackieren. Das funktioniert aber anscheinend nicht und du strauchelst da ein wenig. Dann würde ich einmal gucken, ob jetzt alle drin sind. Sind alle drin, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, alles klar. Ich würfel die Initiative für alle. Und Alrigio wäre dann als erster an der Reihe tatsächlich. Ich würde hingehen und ihn hauen. Jo, dann hau ihn. Alrigio rennt auf das Monster los, nimmt es ins Ziel und versucht, nach ihm zu schlagen. Nimm dies, du Dreckiger! Mit dem silbernen Langschwert oder womit gehst du da drauf los? Ja, der sieht dich nur anrennen, kommen und versucht natürlich da auszuweichen. Aber du kannst die unter seiner Parade hinwegtauchen. Jetzt nutze ich diese Gelegenheit, wo mich keiner sieht, ich drehe die Klinge. Kannst du auch mittlerweile die Klinge drehen? Ja, habe ich mir beim Mond abgeschaut. Mega.
Von Wotlärm heißt vom besten Lärm. Ja, das sieht ja Gott sei Dank ja gerade nicht insofern. Sieht Gunnar das? Hast du dann aufgeschrieben? Ja, und der Oger schreit halt auf und der andere so, was ist da hinten los? Ilana. Da ist nur ein Schaf. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich habe ja noch dieses Pulver. Ich würde das anzünden und auf den schmeißen. Was ist das für ein Wenn Pulver? Ich es schon nicht für die Werwölfe benutzt habe, um den zu blenden. Dieses gelbe Augenzeug. Ach, ja. Um Tag hell zu machen. Okay. Boah, da kriegen sie aber Angst. Du schmeißt dieses... Also ich will ein bisschen näher gehen, ne? Aber ja. Pulver. Und es wird plötzlich um euch herum taghell. Sehr schön. Jetzt sind wir alle sichtbar. Ja, echt. Ja gut, ich dachte vielleicht... Tolle Idee! Lichtempfindlich oder so. So, Wort ist dran. Nein, sie scheinen nicht lichtempfindlich zu sein. Ah. Also, aber hätte ja sein können. Hat der verbliebene Typ da irgendeine Reaktion darauf gezeigt? Ja, der guckt jetzt halt. Oh. Und du siehst halt, dass so aus diesem Sack halt der Kopf von so einer Elfe rausgestreckt wird. Macht der mit der Elfe was? Rennt er nicht zu seinem Bro? Der guckt jetzt erstmal, warum der Himmel hell wird. Ist denn hier, wenn ich jetzt hier, also ich bin da ja unter so einem Baum, ist das denn hier alles auch Baum oder ist das Wiese? Nein, das ist Wiese alles. Das heißt, ich stehe da noch in Deckung, aber wenn ich jetzt noch zwei Schritte nach vorne mache, bin ich da, wo er mich sieht. Genau, nein, der würde dich da auch sehen, du bist ja unter dem Baum, der ist ja jetzt, ne, muss ja perspektivisch jetzt sehen, der ist jetzt nicht oben auf dem Baum. Oder unterm Baum und er guckt von oben auf den Baum. Der sieht dich ja, also der sieht euch jetzt schon, gerade jetzt, wo es hell geworden ist. Hier ist der Wächter des Waldes. Wer wagt es mit seinem Feuer, meine Ruhe zu stören? Ich will in seine Wichtrichtung schreien. Okay, das war's? Dabei wackel ich so ein bisschen mit den Ästen. Okay. Ich hörte, dass die Wächter des Waldes sehr, sehr lecker sein sollen. 1, 2, 3, 4. Er kommt auf dich zugestapft. Und du siehst halt, wie er seine gewaltige Keule schwingt. Also ich fand's gut, Wut. War klar, dass das Schaf das sagt. Ja, und diejenige, die ja alles Tag hell macht, hör mal. Ich wollte ja, dass er auch sieht, wen er als nächstes fressen kann. Ja, natürlich, du wolltest und den besten Platz haben von oben. Du siehst, wie seine Keule mit einem Wuchtschlag auf dich herabsaust. Ein gewaltiges Ding, das dir den Kopf zermalmt. Aber du springst halt zur Seite und kannst dem Oger ausweichen. Und dann ist der zweite dran. Der ist jetzt hier auf Alrigius ein bisschen irritiert von dem Zwerg hinter ihm und versucht auch mit seiner Keule auf den Alrigio einzuhauen. Auch der benutzt seinen Wuchtschlag. Aber er schafft es nicht. Alrigio kann wegtauchen und der gewaltigen Macht dieses Schlags ausweichen. Du spürst aber, wie die Keule in den Boden einschlägt und alles kurz erbeben lässt. Gunnar, du bist dran. Gibt es hier mittlerweile, also haben wir eigentlich irgendwie was, dass ich den in die Zange nehmen kann oder sowas? Nein, aber du kriegst einen Bonus von +2, wenn du hinter ihm stehst. Dann stehe ich jetzt hinter ihm. Ja. Oh, ja. Dann ist das dann vorteilhafte Position oder sowas? Ja, genau, ja. Ilana, ich würde mich sehr freuen, wenn du den Fettsack blenden würdest. Ja, du bearbeitest den Oger mit deiner Axt und hackst ihm die Axt in den Oberschenkel und er schreit halt auf, als sich das Ding in sein Fleisch vergräbt. Aber er ist noch gut drauf. Alrigio. Ja, ich hole nochmal aus mit meinem Langschwert und versuchen dann nochmal eine zu verteilen. Nee, der geht diesmal ja daneben. Durch diesen, du bist ins Wanken geraten durch diesen Keulenschlag und leicht versuchst ihn anzugreifen. Ja. Aber du bist auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ilana. Ilana, ich brauche Blitz.
Wir alle brauchen einen. Boah, wie weit ist das bis zu der Elfe? Bestimmt nicht weit. Das sind so, wir haben ja, ungefähr 50 Meter, haben wir gerade gesagt. So weit konnte der Oger laufen? Ach so, ja, nee, das passt dann nicht. Ja, dann mach jetzt einfach die Schritte so, wie es halt passt. Das sind ja auch Quadrate, glaube ich. Nee, sind ja, keine. Doch. Weil ihr könnt mit den Pfeiltasten euch bewegen. Okay. Dann würde ich erstmal abchecken, ob ich überhaupt bis zu der komme. Wenn du da jetzt hinrennst, würdest du da hinkommen, ja. Oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Hupsi. Ja, dann würde ich zu Wozu rufen. Tja, ich habe mir auch so einige Sachen gewünscht. Und renne zu schnell den anderen weg zu der Elfe. Das ist genau der richtige Augenblick für Zickigkeit. Echt, ey. Super. Weißt du? Ja, Ilana rennt durch euch durch, hinüber zur Elfe und beginnt sie aus dem Sack rauszuschnüren. Du siehst halt auch, dass sie einen Knebel im Mund hat und halt jetzt panisch rumhampelt, während du angerannt kommst. Dann wäre Wot an der Reihe. Ja, dann bleibt mir ein anderes übrig, als mich wieder mal. Ach, ist egal. Ich schlag auf den Typen. Jo, der versucht mit seiner Ogerkeule zu parieren. Was hat er denn jetzt gemacht? Oh nicht. Waffe wird gedreht. Okay. Und du drehst die Waffe noch. Und dann kommt der zweite Schlag hinterher. Jo. Aber Der nimmt Schicksalspunkt. Ja, okay. Ja. Krass. Wie mache ich das? Du kannst, glaube ich, auf deine Probe gehen oben. Rechtsklick und dann Wurf wiederholen. Ein Chip steht da. Also, ach da. Das ist erschreckend, dass die Tauben hier ihren Platz... Meng, Wurf wiederholen, ein Chip. Geil. Jo. Er hat schon ausgewichen, das heißt, kann er nicht nochmal. Dann kriege ich ja noch einen und ich komme, jawohl, und ich drehe nochmal. Und du drehst nochmal. Zwei Sechsen, geil. Wollte gerade sagen, ne? Richtig gut gewürfelt. Dürfte ihm auch schon ein bisschen wehgetan haben, oder? Ja, das tut weh. Du bohrst die, also er ist halt riesig, ne? Aber du bohrst ihm halt immer die Waffen rein und drehst sie dann so ein Stück, bevor du die wieder rausziehst. Aber er ist jetzt halt auch dran. Richtig asozial. Genau, so richtig asozial und der ist aber jetzt auch richtig wütend, ne? Gerade durch den Schmerz kriegt er jetzt einen Bonus von plus 10. Was? Was? Ja, ach, das. Ja. Meisterwillkür. Warum gehe ich überhaupt drauf ein? Haben eure Meister mit euch gemacht, dass ihr so euch. Ja. Und er haut mit seiner Keule halt runter und gezielt voll in deine Richtung, Wot. Tja. Da muss ich wohl mal auch machen. Und ihr sagt, die Lana wäre zickig. Komm. Ah, unglaublich. Mit dem Rapier hast du pariert, oder was? Ja. Alter Schwede, du kannst dich mehr oder weniger wegtauchen. Übrigens kann ich, glaube ich, sogar zweimal parieren. Du kannst so oft parieren, wie du möchtest. Da wird nur immer schwieriger. Aber das ich krieg keine Abzüge wegen dem doppelten Waffendings da. Ich guck gleich nochmal. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ja, okay, dann hat das damit nichts zu tun. So, der Oger versucht auch wieder auf Alrigio einzuhauen. Aber das schafft er nicht, ey. Unglaublich. Nee, taucht er. Und dann ist Gunnar an der Reihe. Ruhe stehen von hinten an. Guck mich an, du Idiot. Wird wieder von hinten draufschlagen. Der hatte noch keine Reaktion, ne? Nee. Hatte Alrigio nicht? Nee, Alrigio hatte nicht. Getroffen. Angriff von hinten. Oh. Aber hat er trotzdem geschafft. Und konnte halt deinem Schlag dann doch ausweichen. Er hat noch mitgekriegt, weil du so laut geschrien hast. Hat er das mitgekriegt und hat sie noch weggedreht. So, Alrigio. Alrigio holt deshalb dann nochmal richtig aus mit seinem Schwert und haut ihn aber dafür eine. Ja, und der versucht jetzt aber da natürlich auch wieder auszuweichen.
und schafft es wieder. Du denkst dir, mein Gott, er ist so ein Riesen-Oger und du triffst ihn nicht. Ilana. Ja, Und der hat einen Modifikator von 0, obwohl er zweimal pariert? Ilana, nee, der hatte, war ja eine neue Runde jetzt. Achso, okay. Ilana will ihren Bogen benutzen und auf den Oger von, der da bei Boot steht, schießen. Jetzt mach, befreist du die nicht? Die ist noch nicht befreit, du bist jetzt nur hingerannt, ne? Ah, ich, okay, nö, dann befreie ich die erst. Okay. Ganz in Ruhe. Ja. Ist mir aber auch ein Nagel abgebrochen. Warte. Befreist sie und sie springt halt da aus diesem Netz raus. Hast du einen Bogen? Ja. Gib ihm den, sie kann damit wahrscheinlich umgehen. Oha. Hilf auf jeden Fall nicht dem Idioten da hinten. Also bei dem Namen... Er war ziemlich gemein. Er hat es verdient, einmal vom Oger geschlagen zu werden. Wir Frauen müssen zusammen. 4-Meter-Keule, ey. Unglaublich. Gönn's ihm. Ja, ja, die 40 Schläge, die er vorher gekriegt hat, die haben nicht ausgereicht. Ja, sie läuft halt noch rüber zu ihren Sachen und holt sich da noch Pfeile, die da irgendwie noch... sind in den Klamotten, die sie ihr quasi weggenommen haben, und würde die dann gleich ausrüsten. So, und dann wäre sie in der nächsten Runde auch mit am Start. Ja, wo ist sie? Da. Gut. Dann ist Vought an der Reihe. Ja, der, du schlägst weiter auf den Oger ein, der versucht aber wieder auszuweichen. Alter, es wird aber immer schwieriger für den, weil er schon arg am Knapsen ist. Aber er kann trotzdem deinem Schlag ausweichen, zumindest im ersten. Aber für den zweiten fehlt ihm dann die Geschicklichkeit und du triffst ihn tatsächlich. Und lass mich raten, du drehst die Klinge. Ich drehe die Klinge. Jo. Und der blutet jetzt schon aus einigen Rohren. Aber der ist natürlich jetzt auch sauwütend, ne? Der ist sauwütend und kaut jetzt voll mit... Daneben. Voll auf dich drauf. Aber der kann schon nicht mehr. Der ist schon am Pumpen. Mit einer 7 hat der nicht... Ach so, minus 3. Wird schwierig jetzt. Du hast ja auch immer Rückschlag, hast du immer angemacht, ne? Kann ich gar nicht mehr ausmachen. Hat der den denn noch an? Ja, ja, du musst den dann nochmal irgendwie anklicken. Dann, okay. Dann halt, du hast jetzt halt immer einen Malus von minus 2 noch da. Ja, okay, probiere ich nochmal. Ach so, Rechtsklick muss ich da drauf machen. Okay, alles klar. Da nochmal, Moment. Ah, so, der zweite Oger nimmt jetzt den Alrigio ins Ziel ohne Wuchtschlag. Der guckt immer noch nicht mich. Alter, wieder. Ja, der guckt nicht auf dich. So. Und die Bogentänzerin ist aber erst beim nächsten Mal dran. Gunnar. Ja, ich sagte, guck mich an. Und hackt ihm dann da wirklich nochmal ins Bein. Jo, der kann nicht mehr reagieren. Und boah. Jo, und das ist so der Punkt, wo er sich denkt, Alter, wer haut mich da? Sehr gut. Finde ich auch. So, Alrigio, du bist dran. Ja, ich hole nochmal aus. Du kriegst jetzt die vorteilhafte Position vom Gunnar. Dann mach ich den Wuchtschlag an und hau ihm mit einer Wucht eine. Ah, aber leider geht der daneben. Ilana. Ja, ich würde meinen Bogen benutzen. Den hast du gerade der Elfe gegeben. Ach, wegen der Größe des Gegners kriegt man einen Malus. So. Oh, ja, okay, dann benutze ich halt meinen... Ich habe auch noch einen Wurfring. Wurfscheibe. Wie auch immer. Ja. Dann werfe ich damit. Okay. Auf welchen? Auf den beim Vought oder auf den anderen? Ja, auf den beim Vought. Ausnahmsweise ja, mal. Du ziehst so diesen Wurfring aus der Tasche, der so einmal in dieser künstlichen Sonne leuchtet und schmeißt ihm das entgegen. Der sieht das auch nicht.
macht keine Reaktion und du verursachst immerhin 3 Schadenspunkte, als diese Wurfscheibe in den Ogerschenkel einschlägt und da stecken bleibt und der einmal laut aufschreit. Wot! Da sind auch Glitzersteinchen drauf. Oh, das ist schön. Ja, hätten wir das mal vorher gewusst. Krieg ein. Jo, da versucht er jetzt allerdings dir auszuweichen. Aber er schafft er nicht. Ja, und scheiße. Da kannst du leider nicht die Klinge drehen. Ist nicht, sind keine 5, ne? Ist nicht tief genug, ne? So, kann ja nicht immer klappen. Aber der zweite Angriff, der wird gut. Das habe ich so im Gefühl. Jo, das sieht gut aus. Aber auch nur 4 Punkte. Auch kein Klingendrehen möglich. Der und der lacht, jetzt, so voll über dich. Ich wollte gar nicht drehen. Was hast du denn für einen Wert, dass du immer triffst? Ist das bei 18 oder was liegen? Ach. Mann, ey, nee, der haut wieder seine Keule daneben und du springst halt immer hin und her, um diesen Keulenschlägen auszuweichen. Der Oger nimmt jetzt den Gunnar ins Ziel und hackt auf den ein. Und der kriegt die voll ins Gesicht rein. Und der Gunnar guckt so auf die Keule, die jetzt runter saust. Ich habe hier bei meinen Verteidigungen, hatte ich jetzt mal dieses Ausweichen rausgenommen, weil das ja nicht gepasst hat. Ich habe jetzt aber irgendwie waffenlose Verteidigung. Kann ich das einfach machen, obwohl ich eine Waffe in der Hand habe? Oder das was ist weiß das? Ich nicht. Warum hast du denn so Dinger und weißt das nicht? Nee, das wo ist, steht die denn? Bei Kampf? Wenn ich hier auf Reaktion drücke, dann steht hier waffenlose Verteidigung. Keine Reaktion, Ausweichen, die Axt oder waffenlose Verteidigung. Ja, dann kannst du auf waffenlose Verteidigung. Wenn du den Anziehzeichen kannst du da auch draufklicken. Würde ich jetzt mal sagen. Aber der trifft dich und du merkst, wie diese Keule dir voll ins Gesicht zimmert und dich volle Kanone einmal umplästert. Ich hab's noch gesagt. 15. Du hast es herausgefordert. Jo. Scheiße. Und in dem Moment seht ihr aber, wie von hinten die Elfe ihren Bogen spannt und den Pfeil in Richtung Dingens sausen lässt. Und da weicht der Ogre natürlich auch nicht aus. Und ihr seht, wie sie halt dem Ogre einen Pfeil in die Schulter jagt. Gunnar, du strauchelst ein wenig. Ja, ich würde mal die Zähne zusammenbeißen und sagen, das kann ich besser. Ich würde auch mal Wind einschlagen. Und er lacht nur und weicht diesem Schlag aus. Hat er das nicht schon mal El Tigre gemacht, den Ausweichen? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich hat El Tigre. Ja. Du hast nicht so, Alrigio. Alrigio sagt: Ey, du warst doch mit mir beschäftigt und versucht ihm in die Waden zu jagen. Ja, quasi. Ja. Runde, der würde da keine Reaktion zeigen. Boah, alter Schwede, dann ey. Dann dreh ich aber nochmal. Ja, dann dreh ich nochmal. Es sind nochmal 2 mehr. Wuchtschlag und Klinge drehen. Aua. Okay. Ilana. Dann würde ich mal gucken, was ich noch so an mir hab. Ich hab ja noch mein Messer. Mein Bogen habe ich ja abgegeben. Dann würde ich ein bisschen näher rennen. Also ein bisschen näher gehen. Ah ja, genau. Und mein Dolch werfen. Schön in die Schusslinie. Okay. Genau, schön in die Schusslinie. Ja, finde ich gut. Ach so, ja, ein Stück. Egal, ja. Ja.
Okay, du passt auf, dass du nicht in die Schusslinie kommst und versuchst dann dein Dolch zu werfen, aber du schaffst es nicht. Du wirfst ihn daneben. Boot. Upsi. Hätte ich beinahe dich getroffen, Boot. Ja, ist okay. Ich hab's einfach mal so gar nicht kommentiert. Trifft. Trifft? Weiß ich nicht, ich sehe noch nichts. War noch nichts. Warum nicht? Hast du irgendwie auf Self-Roll gemacht? Nee, ich hab den ganz normal angenommen. Wird mir allerdings witzigerweise auch im Chat nicht angezeigt. So, jetzt kriegt eine Reaktion. Oh, es ist gleich wieder soweit. Ist gleich wieder raus, Wot. Ja, du machst leider nur 4 Punkte Schaden. Kannst daher nicht drehen, aber du kannst so einen zweiten Angriff machen. Ja, Major. Hat er schon versucht, jetzt auszuweichen? Ich hab's nicht so schön gesehen. Ja, hat er. Dann komm jetzt. Er kann doch nicht mehr viel haben. Dem Tode nahe steht er. Jo. 6 Punkte jetzt. Und jetzt kannst du drehen. Ja, jetzt dreh ich auch. Glaub mal. Und der steht immer noch, der blutet. Was, jetzt das aus, kann doch nicht sein. Aus ganz vielen Löchern mittlerweile, aber er steht noch. Und der wird jetzt richtig sauer, ne? Der wird richtig sauer. Das sagst du jetzt schon dreimal, der ja, kann nicht aber sauer jetzt, werden. Jetzt ist er richtig sauer. Der ist wahrscheinlich jetzt schon lange tot. Das ist ein Toter. Oh so. Der Gunnar ist der Einzige, der so eine richtige Keule ins Gesicht bekommt. Ja, ja, der Einzige, und danach noch steht. Und danach noch steht vor allen Dingen. Ja, aber warte mal ab. Also meiner ist auch noch nicht weg, ne? Der ist zwar so gut wie tot, aber nicht tot. Ah, Mist, ey. Ja, das Gute ist, dass ich noch nicht mal mehr Schmerzen habe. Der zweite geht auf den Gunnar los. Oh, oh. Ja, alles gut, aber mir geht's gut. Ah, der versuchte nochmal mit einem Wuchtschlag durchzukommen, aber hat er nicht geschafft. So, und jetzt kommt die Daria wieder. Die nimmt den Ogre ins Target. Beim Vot natürlich den. Lass ihn mir. Nein! Nein! Und du siehst, wie dieser Ogre einen Pfeil in den Schädel bekommt und vor dir zusammenbricht. So geht das, ruft die Elfe. Gunnar, du bist dran. Ich höre das, guckst du kurz rüber. Nein, so geht das. Jo. Da oben steht der Patzer, ich dachte andersrum, schade. So geht das, leider nicht, Gunnar, so geht es leider nicht. Ich würde jetzt rufen, ich habe ja gesagt, die können nichts. Rigio holt nochmal aus und haut ihm nicht eine in die Waden. Ja, bist du versuchst denn gescheitert? Das kann doch nicht sein bei 13, ich habe noch 15. Minus 4. Den hast du auch noch ausgewählt. Ach so, wieso habe ich den denn ausgewählt? Den wollte ich doch gar nicht, habe ich nicht angesagt. Musst du immer wieder... Wie mache ich den anders? Man, mit Rechtsklick musst du da gleich drauf gehen. So, sieht's Ilana. Aus? Ja. Ich hoffe. Eigentlich hat die da keinen Bock drauf, aber ja, die geht ja zu Gunnar. Ja. Würde probieren, dem Ogre ins Gesicht zu spucken mit ihrer Hexengalle. Ja, lass meinen Kumpel in Ruhe. Ja, aber irgendwie packst du es nicht und spuckst daneben. Und dann ist Wot an der Reihe. Ja, ich würde mich dann auch auf den stürzen. Jo. Jetzt kommst du rüber gerannt, der eine Ogre liegt da tot. Du rennst mit schnellen Schritten rüber und versuchst den nächsten zu attackieren. Ja. Und der sieht sich jetzt von euch umringt und denkt sich, Scheiße. Aber du triffst ihn. Aber du kannst die Klinge nicht drehen, tatsächlich. Mhm. Und der Ogre weiß jetzt gar nicht, auf wen er zuerst losgehen soll. Erstmal krieg er noch einen. Ah. Nee, du hast dich bewegt, du kannst nur einen machen. Ach, da kann ich nur einen machen? Mhm.
Wie schon. Bewegung ist eine Aktion. Ja, aber seine, so ist es nicht. Seine beiden Angriffe gelten als eine Aktion. Dann hau ich mal eine. Weil er gleichzeitig halt, weil er gleichzeitig mit beiden kämpft. Also die sind nicht hintereinander, sondern gleichzeitig. Aber auch da kannst du nicht drehen. So, die Elfe legt wieder ihren Bogen an. Und macht genug Schaden, dass ich ihn töten kann. Und schießt auf den. Allerdings jetzt im Kampf. Ich glaube, du hast den Oger übersprungen, Micha. Ach ja, tatsächlich. Tatsächlich. So, der Oger bleibt auf dem Zwerg. Ah. Aber das wird nichts. Mist, ey. So, jetzt kommt die Elfe. Die nimmt den Oger ins Target und schießt mit ihrem Bogen ins Kampfgetümmel. Und würde ihn treffen. Mit 5 Trefferpunkten. Schießt sie ihm den Pfeil mitten in die Schulter. Gunnar. Jetzt möchte ich ihn aber auch töten. Ja, gib ihn. Eine vorteilhafte Position habe ich nicht, ne? Eine Reaktion hat er leider nicht mehr. Mann, Alter, ich habe auch... Das reicht nicht, Gunnar, das reicht nicht. Du versenkst ihm zwar deine Axt und machst ihm eine weitere Schnittwunde, aber es reicht noch nicht, um ihn umzufehlen. Schade aber auch. Alrigio. So, jetzt will ich ihm den Rest geben. Jetzt muss ich nur... Habe ich einen Vorteil? Bin ich da? Ja, du hast auf jeden Fall einen Vorteil, eine vorteilhafte Position. Auf was? Wo kann ich das denn einstellen? Kannst du anhaken, wenn du den Angriff würfelst. Gehst auf deine Waffe, greifst quasi an mit dem Langschwert und dann steht da kurz zum Kind. Vorteilhafte Position 2, da kannst du den Haken machen. Ja, und der Wuchtschlag ist rot umrandet, wenn er angewählt ist oder wenn genau, er aus ist? Genau, richtig, da musst du einmal mit rechts draufklicken, dann ist er also abgewählt. Ich will ihm normal eine hauen, das sag ich nur schon mal an, falls hier irgendwas nicht funktioniert, doch sollte, ja. Okay, und dann drehe ich nochmal. Ne? 5 Trefferpunkte 7. Und du drehst nochmal... Und damit kracht er auch zusammen und, verreckt er gerade. Hast du mal einmal meinen Freund an, bist du des Todes? Und dann ist er ja schon des Todes. Warum tun du ich nicht schmecken? Ja, aber ich brauche einen neuen Kochtopf. Ich würde auf den versuchen, den Kopf abzuhacken. Jo, du schlägst mit deiner Axt und du hörst so pock, pock, wie der Kopf dann zur Seite fliegt. Ilana ist ein bisschen verstört und geht ein bisschen auf Seite. Kein Bock, schon wieder voller Blut zu sein. Arigio würde mal durchmarschieren zu der Elfe hin. Ja, die Elfe, die lässt gerade ihren Bogen fallen und bricht da hinten zusammen. Achso, ich wollte ihr gerade die Hand hinhalten und mich vorstellen, aber gut, dann würde ich hingehen und ihr etwas von einem Heiltrank einflößen. Ja, dann zieh dir mal einen Heiltrank ab. Mhm. Und du machst 1W6 wahrscheinlich, ne? Plus 2 oder was? Das war Q3. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, 1W6 plus 2. Sind 5. Okay. Ja, was du merkst halt... Passiert, Freunde? Werdet ihr langsam auf eure alten Tage? Diese fetten Kreaturen mit ihren Keulen. Ja. Wir haben immerhin einen erschlagen, Gunnar und ich. Gunnar und du. Ja, Ilana wird sich auf jeden Fall ihren Bogen zurückholen. Ne? Danke. Und ja, sie bemüht sich so auf und geht jetzt halt um den Wagen rum und guckt, wo ihre Ausrüstung ist und nimmt sich die dann an sich und schultert die und packt sich alles an die Ausrüstung. Habt Dank, dass ihr da wart, um mich zu retten. Wer seid ihr denn? Daria ist mein Name, Daria Bogentänzer. Alrigio ist mein Name. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Alrigio. Wisst ihr denn nicht, dass der Pass in dieser Jahreszeit besonders gefährlich ist? Man sollte sich hier nie alleine rumtrauen, schon gar nicht in dieser Jahreszeit.
verzeiht die etwas miesepetrige Stimmung meines Kameraden hier, aber ihr hattet Glück, denn unser Lager ist nicht weit entfernt, wenn ihr die Nacht nutzt. Das hat mit miesepetrig gar nichts zu tun, das hat einfach was mit Recht zu tun. Wenn ihr ja immer Recht haben wollt, ist aber nicht gerade sehr sympathisch. Ich will's nicht haben, ich hab's nur halt immer. Ja, du hast Recht. Und ja, genau. Und wir haben die Ruhe, die uns zugesteht. Und, ich bin Gunnar. Zu eben solcher wollt ihr euch einladen. Wir haben da drüben unser Lager, vielleicht teilen wir gemeinsam das Essen noch und legen uns den Rest der Nacht zur Ruhe. Ich würde mir mal den Wagen angucken. Kann man da noch irgendwas Sinnvolles was machen oder ist er halt komplett hinüber? Der ist komplett hinüber. Schade aber auch. Ich würde gerne euer Angebot annehmen und die Nacht bei euch verbringen. Ja klar, komm mit rüber. Ich bin übrigens Ilana. Hi. Freut mich, Ilana. Ja, und so müsst ihr sie so ein bisschen stützen und bringt sie halt zurück zu eurem Lager, wo ihr euch dann alle um das Feuer sammelt. Wo kommt ihr her? Gerade kommen wir aus Winhall. Aus Winhall? Ja. Wir haben dort eine Werwolf-Plage, genau. Gunnar hat einige Werwölfe erschlagen und... Ja, ich hörte davon, dass es dort Probleme geben soll. Die sind beseitigt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu von dem Medio-Petrigen und etwas schlecht gelaunten Wurt zu seiner Heimat. Du hast mich noch nicht schlecht gelaunt erlebt. Ich habe den Eindruck, du bist es. Hast mich noch nicht schlecht gelaunt erlebt. Naja, euer nackter Hintern vor dem Volk von... Ja, lass uns das. Ja, ich muss zugeben, das hat meine Laune ein wenig heruntergezogen. Bei euch wäre es sicherlich anders gewesen, aber... Selbstverständlich, ich nehme solche Dinge mit Humor. Ja, mit Lust empfinde ich. Ja, manchmal, das kommt allerdings auf denjenigen an, der schlägt. Der Henker wäre nicht so ganz mein Stil gewesen, aber... Sie stellen mir das da hinten hin. Das ist haben wir denn eigentlich noch irgendwas bei den Ogern oder bei dem Wagen von interessanten Dingern gefunden? Ihr habt die ja nicht durchsucht. Ihr habt nur gesagt, ihr wollt gucken, ob der Wagen noch irgendwie... War noch nicht so weit, dann sind wir schon weitergelaufen. Also ich hätte die schon nochmal nachgeguckt, ob da noch irgendwas Interessantes bei war. Wenn die da ihr Lager haben, das sieht ja aus, als wenn da schon mehr als ein Tier oder was mal. Vielleicht haben wir dann. Oger stinken, die haben nichts bei sich bestimmt. Nee, aber es kann ja sein, dass die Elfe nicht eher das erste Opfer war und dass sie halt vielleicht von denen davor halt was. Nee, also die hatten tatsächlich nichts von Interesse dabei, weder Geld noch Gold noch sonst irgendwie. Das war auch keine Ration, beziehungsweise auch wenn sie Ration dabei gehabt hätten, wären diese wahrscheinlich nicht wirklich genießbar gewesen. Von daher hatten die keine Wertgegenstände dabei. Es kann natürlich sein, dass sie eventuell in der Nähe eine Höhle haben oder etwas. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn mal irgendwie wir Geld zufällig auf der Straße finden würden. Aber ja, Daria, wo wolltest du denn hin oder was machst du hier so? Und ich muss über den Koschpass, muss in die Wälder östlich von Tralik. Wir haben ja denselben Weg bei uns. Zumindest ein bisschen. Ja, also du kannst gerne mit uns kommen. Das ist ein Angebot, von dem ich gerne Gebrauch machen würde. Hab Dank. Was treibt dich denn alleine jetzt über diesen Pass, wenn ich fragen darf? Wie gesagt, also es ist gefährlich, das hast du selbst gemerkt. Da geht man doch nicht ohne Ziel davor. Welches Ziel habt ihr denn dort? Nun, ich muss dort zu einer Waldelfensippe und eine wichtige Nachricht überbringen. Aber die Oger haben mich überrascht. Normalerweise, ja, es war ein dummer Zufall. Ich wollte gerade sagen, ist doch Heimspiel für euch hier. Ja, eigentlich schon. Aber sie haben sich rangepirscht und ich hatte sie nicht gehört und kam dann in diese Prekäre. Haben die betrunken? Nein, sie haben mir eine Falle gestellt. Und ich bin reingetappt. Aber mal so eine Frage, ihr sagt Waldelfen. Habt ihr da gute Bäume? Gunnar, Vorsicht. Die lieben Bäume. Ja, ich auch. Gunnar liebt auch Bäume. Ja, aber aus anderen Gründen. Wir haben wunderbare Bäume dort. Richtig breite, prachtvolle Stämme, die über hunderte von Jahren gewachsen sind. Wieso fragt ihr?
Naja, ich wollte ein Boot bauen. Was ja, denn? Daria, kommt erstmal mit. Wir haben auch drüben bestimmt noch ein bisschen Wein und was zum Trinken. Eines nicht, nein, auch nicht. Die trinken nur Quellen. Oh. Nächstes Bettnäppchen. Ja, wir haben ein frisches Wasser. Ein langweiliges dort, Volk zu sein. Dort unten fließt der Fluss. Wir haben frisches Wasser und wir haben auch gewiss etwas Gemüse für euch, was ihr essen könnt. Hm. Und Fleisch. Ja, Fleisch vielleicht auch. Tiger, warum guckst du mich denn so an? Ich beuge mich etwas rüber und lasse ihn an meinem Aberglauben teilhaben. Du darfst den Elfen nicht so lange in die Augen schauen, dann verlierst du deine Seele. Ich würde direkt auf den Boden gucken und nie wieder eine Elfe angucken. Und das macht ja auch total Sinn, weil die halt komplett grüne Klamotten anhat, ne? Oh. Oh, auch das noch. Das hätten wir beachten sollen, als wir die gefragt haben, ob hättest die mitkommt. Das gesagt hätte ich. Ist der Kula die ganze Zeit so durch die Gegend. War ja dunkel, bis sie ans Feuer kam. Ich bin eine Grüne. Habt ihr vielleicht andere Kleidung dabei? Ihr seht so grün aus. Nein, ich habe keine Wechselkleidung dabei. Tut mir leid. Und meine Garderobe ist sehr grün. Wieso? Habt ihr etwas gegen die Farbe grün? Die bringt Unglück. Ihr seht ja, die Oger. Ach, Gunnar, halt doch einfach mal deinen Säbel, ey. Mein Gott, es ist ja unglaublich. Können wir das nicht einmal lassen, dass das Rumgegrüne... Und Wut fängt sich eine. Ja. Der Gunnar ist verletzt, ja, wo? Und einen bösen Blick. Gunnar, brauchst du noch einen Heiltrank? Ich habe noch zwei. Ja, also meine Backe ist ein bisschen was dick. Aber dafür gehst du die nächsten Raya-Tempel wieder mit mir. Ja. Vielleicht dann finden wir einen Hocker. 1W6 plus 2 kriegst du dann. Ich würde dir meinen Mantel geben und könnt ihr das wenigstens da drüber machen? Grün ist schlecht. Nein, habt Dank, aber ich glaube, ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet und würde nun aber dann doch auch meines Weges ziehen. Ja, besser ist das. Oh. Die Nacht solltet ihr noch hier verbringen, nicht, dass ihr wieder in eine Falle tappt. Ja, wenn sie gut trägt, dann passiert das. Kein Problem sein. Und sie kleidet sich halt in den Umhang, schultert ihr Gepäck und ich wünsche euch noch eine geruhsame Nacht und eine gute Reise. Vielleicht werden sich unsere Wege noch ein zweites Mal begegnen. Ja, danke. Pass auf dich auf. Ich würde nicht so viel Grün tragen. Und so verschwindet sie im Dickicht. Das war eine sichere Nummer. Ich hätte die so heute Abend einfach mal ganz kurz hinter den Wagen führen dürfen. Danke, Gunnar. Danke. Ja, Gunnar, du hast uns richtig in die Suppe gespuckt. Hey, ernsthaft, wie kann man denn so benebelt sein, mein Freund? Warum Scheiße, benebelt? Hast du nicht gesehen, wie sie mich angeguckt hat? Oder kommst du mit deinem Grün und deinem Holz und mit deinem dämlichen Fleisch um die Ecke? Meine Güte, ey, von Kiel würde ich es ja erwarten, aber was stimmt denn mit dir nicht? So viele Fettnäpfe gibt es ja gar nicht, wie du dich da drin suhlst. Unglaublich, ey. Ich hatte noch nie was mit dem Spitzohr. Das wäre echt noch mal ein Abenteuer gewesen. Du weißt wohl, dass eine Nacht mit einer Elfe dir einige Jahre der Lebenskraft zurückbringt. Ach, ihr labert ja einen Scheiß. Das kann nein, ich nein, nicht anhören. Das ist wahr. Ich du kannst die Wagen Leute gerne spitzen. Alle fragen. Das ist überall bekannt eigentlich. Und wenn Gunnar das dann versaut hat, ist es umso schlimmer. Naja, ich kann schon verstehen, warum die unsere Gesellschaft nicht wollte. Ja. An mir kann es nicht gelegen haben. Naja, du hast doch hier ganz... Naja, egal. Oh, 6 ist Wut, ne? Was habt ihr gemacht? Heilen oder was? Nee, du, Rigi hat ja gesagt, dass er mir noch einen Hals geben würde. Ach so. Ey, hat aber gut reingehauen, siehst du? Ja. Immerhin. Das ist nicht ganz ja. Ein bisschen. So. Ja, habt ihr noch was zum Ausspielen, oder? Das ist schon etwas traurig, ich glaube. Wir weinen dann kommt einmal Wein. Eine Frau in unsere Gruppe, schon ist sie wieder weg. Einmal ja. Eine schöne Frau, die uns das Leben hätte verlängern können.
Und diese Frau hätte wirklich in unserer Gruppe kommen können. Tja, das hätte nur Unglück wäre da gekommen. Ihr. Man darf ihr nur nicht in die Augen schauen, Gunnar. Alles andere ist grün. Gunnar, merkt ihr das? Der Raya-Tempel ist kein Ort, sondern ein Zustand. Und meist da, wo ich bin. Oh, das ist ein schön, das hat etwas Poetisches, Wort. Schreib's dir auf. Ich muss sagen, du hast meine Seele etwas berührt mit diesen Worten. Tatsächlich, ja. Ja, dann. Kein Ding. So bin ich. Manchmal. Tiefsinnig und ziemlich. Ist egal, ich gehe jetzt schlafen. Obwohl, ich denke, wir alle haben unser Päckchen zu tragen nach dieser Nacht. Ja, ich habe ein ziemliches Päckchen zu tragen. Weiß eigentlich jeder. Naja, ich würde jetzt auch die Augen zumachen. Das ist ja noch schlimmer. So, mach dir die Augen zu und schlaft. Und der Wot hat zumindest ganz nette Träume. Wobei er immer kurz bevor irgendwie es schön wird, er aufwacht. Und der nächste Tag bricht an und ihr macht euch auf ins Gebirge und euer Weg führt euch weiter hinauf und hinauf und durch dieses Gebirge durch. Ihr braucht ungefähr die doppelte Zeit für das Gebirge wie in normalem anderen Gebiet und ihr würdet dann irgendwann unten kurz vor diesen Anpforten kommen. Und da seht ihr, dass dort halt der Wald wieder beginnt. Und ihr macht eine kurze Rast, wollt euch hinsetzen und halt irgendwie was zu euch nehmen und was essen, als plötzlich von hinten im Wald irgendwie eine schöne Stimme zu hören ist, die da zu singen scheint. Lauscht? Was ist das? Magst du uns auf die große Karte ziehen, oder? Ach so, da seid ihr noch gar nicht drauf. Ne, wir sind nämlich noch auf der... Ja, Entschuldigung. Ist gut. Hast du vielleicht auch noch das Gruppentoken, was du irgendwo uns hinsetzen kannst? Ja, natürlich. Danke. Weil das jetzt sehr groß ist hier, ne? Was ist das für eine Stimme? Singt sie, oder? Ja, sie singt. Es hört sich nach elfischem Gesang an. Mehrstimmig also. Das hörte ich noch nie. Was ist das? Das ist die Stimme der Sehnsucht. Gibt es hier... Ja, vielleicht. Hast du recht. Gunnar, guck schon mal vorsichtshalber auf den Boden. Falls es gleich schlimm wird. Gunnar, die Worte Fleisch, Grün und Holz sagst du heute nicht mehr. Du sagst am besten gar nichts, Gunnar. Du machst einfach dein Ding, aber du sagst besser nichts zu der Person. Genau, du machst dein Ding, damit ich mein Ding machen kann. Wie unser Ding quasi. Naja, egal. Okay. Ich schaue einmal in die Richtung. Oder habt ihr etwas dagegen? Ich denke nicht. Okay. Gunnar, mit dir ist überhaupt nichts falsch. Du bist so in Ordnung, wie du bist. Ja, natürlich bin ich in Ordnung, aber... Ja, lass dir nichts einreden. Wenn du über Fleisch reden willst, redest du über Fleisch. Ja, ich kann ja auch über Hasen reden oder über Oliv oder... Aber wenn Gunnar über Fleisch redet, kriegt Wot kein Fleisch. Das ist nicht gut. Das kriegst du auch so nicht. Es will ich, aber das Fleisch ist schwach. Ja, Regio, du gehst durch diesen Wald so einen kleinen Pfad entlang. Du merkst, dass die Büsche so ein bisschen auch zur Seite gehen und dir Platz machen. Es sieht fast so aus, als würde dich irgendetwas rufen und sich zu dir, also zu sich beordern. Und du siehst dann so Pilze, die rechts und links im Prinzip so einen Weg bilden, der dich durchführt, und das Ganze führt zu einem Platz, der so aussieht. Habt ihr gesehen oder seht ihr es? Ja. Also da ist halt so ein Rundbogenbau und in der Mitte steht die Statue eines Elfen-Druiden mit einem großen Kranz um den Kopf. Und ringsherum stehen halt Pilze und einzelne leuchtende Partikel, die da drum sind.
Ob denn die Musik oder das Gesang, der Gesang von der Statue, oder? Der Gesang scheint von diesem Ort zu kommen. So richtig definieren kannst du nicht, aus welcher Richtung es genau kommt. Es ist eher so, als wäre es hier generell vorhanden, dieser Gesang. Ich ruf mal zurück. Hey, kommt mal her. Hier ist etwas im Wald. Eine Struktur, eine architektonische Struktur. Hallo, wer singt da? Schuhu! Als ihr dort alle diesen Platz betretet, merkt ihr, dass ihr euch also sehr heimelig und gut aufgehoben fühlt an dieser Stelle. Und ihr merkt, dass die Energie dieses Platzes in euch eindringt und euch 2 Trefferpunkte heilt. Haben wir eigentlich auch durch eine lange Rast gehabt jetzt irgendwann nochmal zwischendurch? Oder? Ihr habt auch natürlich eine lange Rast. Nee, hattet ihr nicht, die war ja nur die halbe Nacht. Nee, es ist jetzt noch der gleiche Tag. Also ihr seid aufgebrochen durchs Gebirge und dann ist halt jetzt später Nachmittag, als ihr da die Pause macht. Also eine lange Rast hattet ihr noch nicht. Wie ist denn das bei Ilana mit der Astralenergie? Tut sich da auch was? Bei der Astralenergie tut sich auch was, kannst du dir auch 2 Punkte aufschreiben. Aber ich glaube, dir fehlt auch nur ein Punkt, ne? Ich frage für die Freundin. Ich muss mal gucken. Das habe ich ja auch, und da steht auch drin, dass das auch bei irgendwie bei Heilzaubern so schwierig ist. Schwer zu verzaubern. Ja. Wow, also ich finde sie echt schön. Ja, bis auf diesen komischen nackten Mann. Also meine Wange ist auch ein bisschen was dünner geworden, als wenn durch den Hals. Ja, aber gut, dann müssen wir dran denken, dass du immer ein -1 dann dabei kriegst, aber das betrifft jetzt erstmal die Sache nicht. Ich würde mich nochmal umgucken, sieht man denn noch irgendwas anderes? Irgendwas oder hört man noch irgendwas anderes? Hören wir überhaupt noch was, wenn wir da sind? Das ist ja auch ihr schaut euch halt um und ihr seht, dass der Himmel über diesem Platz unheimlich freundlich aussieht. Überall in den Bäumen sitzen kleine Vögelchen, die zwitschern und Blödsinn miteinander machen und da spielerisch umherfliegen. Ihr seht Insekten, die umherschwirren. Ihr seht diese Lichter. Es können Glühwürmchen sein, als ihr näher hin seht. Seht ihr vielleicht auch so kleine Elfen, die von dann fliegen. Und an dieser Statue kommen halt, also es sieht so aus, als wenn da die Pflanzen wirklich sprießen. Aus dem Stein halt auch. Daria, bist du da? Ach so, an dieser Statue unten ist auch noch eine Plakette. Ja, da wollte ich gerade nachgucken, ob da irgendwas steht. Ich auch nochmal, und zwar sieht die so aus. Und das sind elfische Zeichen, falls das jemand lesen kann. Also bis vor ein paar Abenteuern konnten wir noch nicht mal mehr unsere eigene Sprache schreiben. Ilana schon. Ich lasse es schreiben. Aber irgendwie Spuren von irgendwelchen humanoiden Wesen oder so nicht, ne? Also nee, Spuren seht ihr da tatsächlich leider nicht. Ist der Singsang noch zu hören? Der Singsang ist noch zu hören, ja. Woher kommt der denn? Der ist da einfach vorhanden, existent. Du kannst nicht so richtig beurteilen. Mal kommt er von rechts, dann wieder von links, dann wird er leiser, lauter, schwillt an. Wie bei Ikea. Eine Freundin von euch? Ikea? Sieht man Norden. Ja. Hört sich nach Norbadisch an. Nivesisch an, Entschuldigung. Ja, ja. Bestimmt eine wunderschöne Frau, die nicht irgendwie vertrieben wurde aufgrund ihrer Kleidung. Ja. Interessanter Ort. Kann mir durchaus vorstellen, dass die junge Dame von heute Nacht hier hin wollte. Merkwürdig, dass wir sie nicht antreffen.
Ich würde mir diese Statue nochmal angucken. Ach, wenn die Männer aus ihrem Volk so aussehen, kann ich verstehen, dass sie ihn zurück wollte und nicht bei euch geblieben ist. Entschuldige bitte, ja? Hast du Augen im Kopf? Ich würde rufen, hallo, ist hier wer? Da kommt keine Antwort. Jetzt brüll doch hier nicht rum. Lass doch einmal diese Stille auf dich wirken und diese Schwingung. Merkst du's? Ich habe gehört, aus diesen Statuen kann man ein gutes Boot bauen. Meinst du, ich würde mal an den Stein dran fassen und mal gucken, ob ich mir vorstellen könnte, ob man daraus ein Boot bauen könnte. Der Stein fühlt sich sehr angenehm an. Fast beruhigend. Und als du den so anfasst, das ist ein Ort der Heiligkeit. Siehst du, dass in den Händen irgendwie, Dankeschön, die Rückstände von Erde zu sehen sind. Also aus dem Stein nicht, aber die Erde. Ich wollte mir mal die Erde genauer angucken, mal annehmen, mal so zwischen die Finger machen. Ob das irgendwas Besonderes ist oder ob das einfach nur Erde ist. Also einfach Mutterboden. Wenn man den Mutterboden so in die Hände legt. Ja, du kannst ihm gerne mehr Mutterboden in die Hände legen. Sieht da irgendwas? Nee, ah. Und auch nichts, wenn man da was rausnimmt. So viel hat er da nicht mehr drin, der hat da nur so ein paar Krumen drin. Ja, ich würde mal diesen Schriftzug da antatschen. Oder haben wir sowas schon mal gesehen? Irgendwo. Das sind halt elfische Schriftzeichen. Okay. Wäre halt mega, wenn man eine Elfe dabei hätte, ne? Ja. Entschuldigung, habe ich mich nicht für entschieden damals. Bin ich jetzt tot? Nein, du bist nicht tot, du bist tot. Ja, also es sieht ja ganz schön aus und ich fühle mich auch ziemlich wohl. Aber ich würde trotzdem eigentlich gern noch jemanden über meine Wunde drüber gucken lassen. Das machen wir auch noch. Sollen wir dann einfach weitergehen? Ja, wir wollen ja nach Voronsberg. Da sollten wir uns jetzt einmal aufmachen. Was ist denn die nächste Stadt, Wot? Ja, Voronsberg ist nicht mehr so weit, ne? Wir haben hier den See noch vor uns und dann sind wir quasi noch ein bisschen südlich. Ferdok vorbei, Angbar ist noch auf dieser Seite des Sees, aber ja, dann sollten dann wir doch dem lieben Gunnar zuliebe zu seinen zwergischen Verwandten nach Angbar. Also Gunnar sollte zusehen, dass er beim nächsten Vollmond irgendwo da ist, wo er nichts anrichten kann. Also das ist noch knapp eine Tagesreise bis nach Voronsberg. Wie groß sind Angbar und Ferdok? War schon. Relativ groß. Aber wir sind ja jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, ziemlich nah an Angbar dran. Ne? Dieser Ort ist ja aber ziemlich verlassen und mir auch bislang unbekannt. Weil wenn es jetzt nur eine Reise von Voronsberg entfernt ist, dann kennt man solche Sightseeing-Highlights normalerweise ja, oder? Ja, die hast du, also diesen Ort kennst du bisher noch nicht, hast du bisher noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen komisch, weil ich die Wälder da ja eigentlich ganz gut kennen müsste. Ja, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der vorher hier noch nicht war. Er hat sich dir bisher noch nicht offenbart, sagen wir mal so. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwo einen Samen oder sonst was finde, den ich dann mal in diesen Mutterboden einpflanzen würde in seiner Hand. Ansonsten. Du packst Erde da rein, einen Samen. Und du siehst, wie plötzlich der Samen halt aufspringt, eine Pflanze da rauskommt. Und in dem Moment schiebt sich halt diese Platte zur Seite. Und guckt, ich bin ein Magier! Und entblößt dieses Ding. Was? Wow, Gunnar. Seht ihr? Gunnar ist doch für was zu gebrauchen. Toll gemacht! Ich muss mal rausnehmen. Das ist elfisches Machwerk. Habe ich das Abenteuer freigegeben, oder was? Hm? Das hast du. Habe ich das Abenteuer freigegeben? Nö, wir haben nur das Bild da bekommen.
Oder weil ich das rausgefunden habe. Naja. Naja, Erde in Händen, heiliger naja. Ort, ein Samen. Okay. Ja. Da kommt man schon drauf. Naja, Gunnar, das ist nicht. Warte nur, dass kein Schwein mein Rätsel gelesen hat und die, alles, was ich mir ausgedacht habe, für den Arsch war, aber ist egal. Ach, du meinst das, was du heute Nachmittag. Ja, doch, das war heute Nachmittag. Ich würde mich neben Ilana stellen und würde sagen, Ilana, du hast noch keine Liebe gemacht, wenn du nicht an diesem Ort Liebe gemacht hast. Glaub mal, das ist richtig hier, richtig. Nachdem du erst mit der Daria verschwinden wolltest, ne? Für wie blöd hältst du mich eigentlich, Boot? Entschuldigung, aber du hast mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass du überhaupt gar nichts mehr von mir hältst. Ja, ich bin wütend und enttäuscht. Du musst dich mal ein bisschen ins Zeug legen. Habe ich sogar angelegt, guck mal. Gunnar, ich zieh dir das mal rein, ne? Ja. Das sieht ziemlich wertvoll aus, oder? Wie Gunnar zum Beispiel, der findet auf einmal wertvolle Sachen, die glänzen. Rio würde nochmal zu Gunnar gehen und sagen, Gunnar, du weißt, dass das Elfenzauberkram ist, was du da eingesteckt hast. Das ja? ist schädlich, ja. Das ist aber nicht grün. Nein, aber Elfenzauberkram. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich es für dich aufbewahre. Ehrlich gesagt, ist es doch grün da am Rand. Schau mal hier. Ilana, hier. Das ist Zauberzeug. Grün. Nimm du das. Ja, und Ilana wird es in die Hand nehmen. Oh, danke. Ilana ist eine Hexe. Du musst da aufpassen. Das ist nicht das Richtige. Ja, natürlich ist Ilana eine Hexe. Ja, aber Magie... Die spuckt mich immer an. Siehst du? Das ist wahre Zuneigung, in der Tat. Gunnar weiß, wie man eine Frau glücklich macht. Mit Geschenk. Ja, und ich würde mir das näher angucken. Die Sache ist die, wie teuer diese Geschenke irgendwann werden. Ja, es ist halt genauso wie auf dem Bild. Mhm. Es ist ungefähr groß. Man hat oben so eine Öse, dass man sich quasi so als Kette auch umhängen kann. Mhm. Dann sind da diese Knotenzierrate dran. Und in der Mitte ist halt ein Loch. Also genau so sieht es aus und ist relativ schwer. Ist nicht so schwer, dass du nicht schleppen kannst, aber ist halt sehr... Man kann aber nicht irgendwas dran drehen, bewegen oder sonst irgendwie. Nee, m-m. Okay. Lass uns nochmal so einen Samen verbuddeln. Sieht schick aus. Jetzt brauche ich nur noch eine schöne Kette, damit ich mir das dann so umhängen kann. Kannst du die Silberkette nehmen? Ist nicht so schwer dafür? Gewiss nicht, sie ist von guter Qualität gewesen. Ding sieht echt groß aus. Ja, gegen euer... Ja, Entschuldigung, aber... Irgendwie muss ich an deine Mutter denken, Tiger. 20 Zentimeter. Du kennst meine Mutter nicht, aber ich werde deine bald kennenlernen, habe ich das Gefühl. Ich hab ein Kletterseil dabei. Ich würde da einfach so ein Stück Seil, keine Ahnung, so einen halben Meter, Meter, irgendwas so abschneiden. Und sagen, hier, damit kannst du es umhängen. Das sieht doch scheiße aus. Hast du gerade mein Seil zerschnitten, Gunnar? Das war teuer. Ja, aber kannst du es dir umhängen. Na, vielleicht finden wir ja noch was. Sollen wir mal da... Hier sieht es doch eigentlich ganz schön aus, oder? Es liegt ja eh auf dem Weg. Sollen wir hier einfach mal ein bisschen lang gehen? Ja, wir wollen doch zusehen, dass Gunnar nicht sich verwandelt am nächsten Mond. Sollten wir uns beeilen. Ja, aber wir müssen ja hier eh lang. Wurt hat auch schlechte Laune. Wir sollten zu seiner Heimat doch gehen, oder nicht? Ich hab keine schlechte Laune. Sag mir nicht, dass du gute Laune hast. Du hast es gerade versucht und bist wieder gescheitert. Ich habe keine schlechte Laune. Dann vergrab doch deinen Samen hier. Ja, ich vergrab gleich meinen Samen, aber da wirst du keinen Spaß dran haben. Ich fürchte, da wird sich nichts tun an dieser Statue. Also Tiger, ich glaube, da ist irgendwie ein Sprachfehler passiert. Mag sein. Ich bin dafür, dass wir weitergehen und nicht hier verweilen. Das ist Elfenzeug. Und ich würde das Ding erstmal einpacken. Ich bin ja schon ein Elfenmagier jetzt. Nein. Doch. Du bist ein Zwerg. Wenn das deine Sippe erfährt, was du hier sagst, dann bist du draußen.
Ich habe keine Sippe mehr. Ich bin bei Menschen aufgewachsen. Deinesgleichen hat doch überhaupt gar keinen Kontakt zu Spitzohren. Ihr mögt die doch überhaupt nicht. Nein, so. Deswegen allein hatte sie uns auch vergrault. Gegen Metall. Genau deshalb hatte sie uns ja vergrault. Also du musst ja... Er wollte sie uns nicht gönnen, diese Elfe. Wir wüssten heute viel mehr, was dort steht. Aber euch beschützt vor der Elfe. Sie hat grün getragen. Das tun Travier-Geweihte auch, oder nicht? Nein, Pereine-Geweihte auch. Ja, da gehe ich auch nicht rein. Ansonsten halte ich mir die Augen zu. Also gehen wir jetzt aus dem Wald, der auch grün ist, wieder heraus? Der Wald ist was anderes. Da kommen Bäume her. Und Bäume bauen Boote. Ja, dann lass doch mal in Richtung Angbar. Da ist auf Bäume ist auch bauen See. Boote. Wotum sagt doch auch einmal was. Was soll ich denn sagen? Weil wie schön es in Angbar ist zum Beispiel. Was es für tolle Kleider dort gibt. Oder tolle Ketten, die man sich kaufen kann. Oder schenken lassen kann. Gunnar, Angbar liegt direkt am See. Was meinst du, was da gebaut wird? Boote. Dankeschön. In Angbar gibt's einen Markt. Was meinst du, was da kaufen kannst, Ilana? Ja, gut. Du meinst, was du mir kaufen kannst? Was ich dir kaufen kann? Ja. Kleider. Warum fragst du denn? Wir wollen noch weitergehen. Also in diesem Kleid kannst du jedenfalls nicht Wuts Eltern vor die Augen treten. Dann würden sie ja sagen, was für ein dreckiges Findelkind. Also Schmeichler bist du jetzt gerade im Moment echt nicht, ne? Ja, aber schau einmal an dir herab. Da ist noch das Blut der Werwölfe dran. Da ist der Dreck von gestern Abend dran. Und du brauchst ein neues Kleid. Denn Angbar ist die beste Möglichkeit, sich da aufzufrischen, denke ich. Damit das auch das Kleid wieder deine Schönheit hervorbringt. Dich strahlen lässt. Nicht losgehen und hier nicht die ganze Zeit weiterreden. Wir wollen jedenfalls weg von diesem Elfenplatz. Okay. Ja, weg, ja. Ja, so nehmt ihr dieses Artefakt mit euch und macht euch weiter auf den Weg, der euch nach Angbar führt. Und ihr mögt dort noch ein Kleid kaufen oder unterkommen und heute Abend wieder etwas mehr zechen. Auch dies werden wir im Schnelldurchlauf einmal überspulen. Kennt man mich in Angbar? Ja, natürlich. Man, ja, ich würde doch, du triffst da vielleicht auch noch einen alten Kollegen, mit dem du dich unterhältst. Das ist schon, da bist du schon bekannt in der Region. So, und dann geht ihr. Schnelldurchlauf ist gut, aber ich würde da schon gerne den altbekannten Wirt oder wen auch immer, also jemanden, dem ich auch ein wenig Vertrauen schenke, mal darauf ansprechen, ob dieser Hort, den wir da gerade gefunden haben, irgendwo bekannt ist. Okay, dann gehen wir rein in die Taverne. Es ist eine schummrige Atmosphäre. Einige Kerzen beleuchten den Raum. Das knisternde Feuer im Kamin sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Und der Wirt kommt an euren Tisch. Abend, die Herrschaften, was darf's denn sein? Sauerbraten, bitte. Was können Sie denn einem vom Bauernsberg empfehlen? Was oh, ein vom Bohrensberg, so weit als, von zu Hause entfernt. Delikatesse des Hauses her. Ja, er ist ein Drachentöter. Werwolfschlechter. Dämonenvernichter. Ogerschlechter. Nun, wir haben natürlich helles Ferdocker hier, wie sich das gehört. So nah an Ferdock ist das natürlich kein Problem, immer das beste und frischeste Bier dort zu besorgen. Tja, das klingt ja schon mal gar nicht verkehrt. Und was gibt's noch, um den langgeschorenen Magen ein wenig zu füllen? Um den Magen zu füllen, hätte ich hier frisches Brot für euch und... Vater sagt, euer Schweinebraten ist ausgezeichnet. Ja, wenn euer Herr Vater das sagt, dann wird das wohl so sein. Möchtet ihr eine Portion? Ein von Boronsberg hat einen ausgezeichneten Gaumen und gibt nicht so schnell Empfehlungen raus, von daher... Und das ehrt mich sehr. Gerne, dann bitte... Einmal das gute Bier und eine Runde Schweinebraten für mich und ja, meine und Freunde hier. Er bringt euch halt die Klamotten und legt ihr danach so eine Holztafel hin. Und wenn ihr so gut wärt, dann könntet ihr vielleicht, wenn es euch gemundet hat, nachher dort eine kleine Bewertung aufschreiben. Und wenn ihr mögt, könntet ihr dort noch den Abdruck eures Daumens hinterlassen. Reicht es, wenn wir Sternchen zeichnen?
Nein, der Daumen wäre schöner. Das ist so. Nein, ich meine für die Bewertung, dass wir einfach Sternchen machen von 1 bis 5. Der Daumen wäre schöner. Und weg ist er. Das ist kurz nach 10, ja. Ja, selbstverständlich. So, da bin ich wieder. Ja, der Wurst ist auch wieder da. Dann, ja. Also da ja. Ist euer Schweinebraten. Bitteschön. Gut, soll es euch munden. Ja, auf den Herrn von Boronsberg. Herr Wirt, noch eine Frage. Meine Freunde und ich sind durch die, wir sind über den Kamm gekommen und haben dort einen fremden Hort gefunden. Elfischer Natur. Sagt euch das was? Was meint ihr damit, einen fremden Hort elfischer Natur? Was soll es sein? Weiß nicht, selbst nicht, ob das irgendwie für Zeremonienzwecken oder sonst was war. Es war eine große Statue drin und jede Menge Säulen. Und ach, ihr meint sicherlich da im Osten von Tralik im Wald, die Stadt der Elfen. Sagte mir bislang noch gar nichts. Was ist es? Wir waren sehr überrascht. Eine waldelfische Stadt dort. Ach, das ist da, wo man die guten Bäume für die Schiffe bekommt. Ich glaube nicht, dass die Elfen begeistert wären, wenn ihr ihre Bäume umhauen würdet. Warum denn nicht? Man muss doch Schiffe bauen. Ja, aber sie leben dort und sie finden das nicht so gut. Komische Menschen oder Elfen. Ich wusste gar nicht, dass wir hier so eine Elfensituation haben. Scheinbar scheint ihr nicht euer Umfeld zu kennen. Ja, das ist wahr. Also ich renne ja jetzt hier nicht in die Wälder rein. Ja, vielleicht wart ihr auch nur bis zu dem See oder so. Ja, also ich bin ja kein Waldarbeiter. Und ja, wenn ich jagen gehe, dann eher im Norden. In euren Wäldern, nicht in fremden, selbstverständlich. Interessant. Und was hat es damit auf sich? Gibt es hier viele Elfen oder... Wie darf ich mir das vorstellen? Und da ist eine Elfenstadt. Dieses Rondell, wo wir waren? Was ist das? Welches Rondell? Da war eine Figur, ein Elfen. Es sagt mir nichts, ich war noch nie bei den Elfen. Und diesen Singsang, den wir dort vernommen haben aus den Wäldern? Ihr seid aber sicher, dass ihr nicht irgendwelche Pilze gegessen habt im Wald. Nee, oder? Die haben wir stehen lassen, da waren welche, aber die haben wir nicht angetastet. Ich habe auch Törtchen, ja. Was für Törtchen denn? Die Haare hat die immer gegessen. Blaubeertörtchen. Nein, Blaubeer ist nicht so meins. Habt ihr Schwarzwälder Kirsch? Nein. Ah ja, okay. Was ist das? Ist das noch eine aktive Stadt oder ist sie verlassen? Die Elfenstadt ist natürlich bewohnt. Schwarzwald ist ein schwarzer Wald in Elfenhand. Ich hab nichts mit diesen Langohren zu tun, tut mir leid. Schade. Vielleicht sollten wir diese Geschichte einfach hinter uns lassen, und wir trinken einen. Und ich muss jetzt da drüben zu dem Tisch, auf bald, dem 12. zum Gruß und lasst es euch schmecken. Hab Dank, ihr könnt euch gewiss sein. Und grüßt euren Vater von mir, wenn es ihm so gut geschmeckt hat. So soll es sein, hab Dank. Ich hab noch nie von dieser Stadt gehört. Noch nie. Ich wusste gar nicht, dass diese Spitzohren, gerade diese Waldspitzen, überhaupt irgendwie was von Städten halten. Die sind ja normalerweise sind die ja so für sich und weiß ich nicht was. Habe ich ja nie begriffen. Aber dass hier eine Stadt ist, ist mir ganz neu. Also haben wir. Also von dieser Stadt östlich von Tralik hast du schon gehört, ne? Du hast aber von diesem. Aber östlich von Tralik ist nicht da, wo ihr wart. Von daher passt das schon nicht. Ihr wart ja da an den Anpforten da unten. Ihr wart ja, also östlich von Tralik wäre ja hier. Und ihr wart ja hier. Sehen wir denn hier? So, ich dachte, das wär's. Oder haben wir ihr wart hier an der Straße. Sehen wir denn irgendwie einen Elf bei uns oder sind wir irgendeinem anderen Elfen noch begegnet, während wir hier waren? Da seht ihr jetzt gerade keinen Elf. Ansonsten lass uns doch einfach den nächsten Elf fragen, den wir sehen. Oder wollt ihr unbedingt nach Tralik? Nein, wir wollen nach Boronsberg. Na, wir müssen uns ja um Gunnar kümmern, nachher bitte noch zum Wolf.
Kleinen Abstecher an Fairdock noch machen. Kommt ihr eigentlich alle aus diesem kleinen Ort oder seid ihr woanders her? Von Borensberg? Ja? Ja, wir kommen alle von da. Wir waren auch alle im selben Kindergarten, wir sind zusammen groß geworden. Mhm. Und ihr kennt tatsächlich alle nicht diesen ja, und vielleicht. Egal. Also, es wundert mich. Dieser Ort hat mir ja die Sprache genommen. Ich war ja, wenn so etwas da ist, dann kenne ich das hier. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Ja, aber können wir uns ja mal merken, dann gehen wir im Sommer da öfters mal ein Picknick machen oder so. Da sieht's echt schön aus. Vielleicht nach einer durchzechten Nacht dort die Nacht verbringen, ist, glaube ich, nicht schlecht. Es hat ja heilende Wirkung. Ich habe auch gehört, bei Nacht könnte das auch interessant sein. Eine durchaus stimulierende Wirkung für Körper und Geist. Ja, ja. Vielleicht. Ich guck Ilana an. Ja, also Oger werden sich da schon mal nicht hinverlaufen. Hoffentlich. Interessant ist ja, ein Oger denkt, wenn ihr Wurt anschaut. Ja, von der Kraft. Nein, aber ich wäre das schon. Vom Geruch her auch. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch dafür sorgen, ich will dass jetzt nach Hause, lasst uns gehen. Respektabel sein. Sagt eure Mutter nichts, wenn ihr so stinkt? Ich will dieses Gespräch nicht führen. Ich will einfach nur nach Hause. Ihr seid zu zart beseitet, ich sehe schon. Ja, aber dann lasst uns aufessen und dann weiter. Ja. Diese lange Reise. Das Fleisch ist leider etwas zäh. Mir schmeckt es nicht. Dann lass es liegen. Ja. Echt? Ja. Ich finde es voll lecker. Es schmeckt so würzig wie Pringles. Die Soße ist gut, aber die Soße ist gut, aber nein, das Fleisch ist zäh. Wie von einer alten Sau. Können wir eigentlich nochmal irgendwo noch ein paar Heiltränke uns aufstocken? Ja, aber bestimmt. Könntet ihr da machen, ja. Was kosten die denn nochmal so? Muss ich gucken, aber könnt ihr doch auch eigentlich selber gucken, oder? Ja, Heiltrankpreis 18 Silber. Preis pro Qualitätsstufe. Okay. Ja. Ich kann mir auch noch, bevor wir nach Bronsberg kommen, vielleicht in der nächstgrößeren Stadt irgendwie noch in ein Badehaus gehen oder sowas. Auf jeden Fall. Das ist aber die nächstgrößere Stadt, wenn wir nicht in Fernung kann, nochmal Halt machen. Aber wollen wir, glaube ich, bei pro Bruna, Qualitätsstufe 60 Silber. Ja, ja, habe ich gesehen. Was sagst du, Ilana? Gunnar, du wolltest doch auch noch eine Stadt, ne? Einen Abstecher machen. Wir sind doch. Ja, aber wo wolltest du nochmal hin, Gunnar? Fairdock. Guck. Ja, dann. Ich würde es gerne mal sehen. Ich habe doch nur von dem Bier gehört. Ja, das Bier ist alles wert. Ich habe mir noch 3 Heiltränke gekauft. Qualitätsstufe 3. Okay. Eine Rast konnten wir jetzt aber auch machen, ne? Ihr könnt auch noch eine Rast machen, ja. Aber. Oh. Brauch keine Rast. Ich fühle mich wie neu geboren, seitdem wir an diesem Ort waren. Die Nacht, die habe ich gebraucht. Was meinst du, wie du dich gefühlt hättest, wenn du Wurz Angebot angenommen hättest? Ja. Weiß ich nicht. Wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn aus Gunnars Samen schon dieses Schmuckstück entsteht. Ich habe uns mal weitergezogen, dass wir mal auf dem Weg sind. Also lauft ihr jetzt weiter. Ja. Ihr geht weiter und kommt gegen Mittag nach Fairdock. Und ihr wisst, es ist halt nicht mehr weit bis Borensberg. Es sind nur noch knapp 25 Meilen. Arrigo würde sofort ein Badehaus aufsuchen. In Fairdock? Ja. Gunnar, eine Kneipe. Okay. Wollt ihr denn am gleichen Tag dann noch nachmittags, abends Richtung Borensberg oder was habt ihr vor? Ja. Gut. Dann würdet ihr Beauty-Programm machen. Da baden, Beauty-Programm machen, euch lecker was essen, ein helles Fairdocker trinken und dann macht ihr euch weiter auf den Weg nach Borensberg. Und so auf der Hälfte des Weges
Rudel mal an. Auf der Hälfte des Weges seht ihr etwas vor euch, einen umgestürzten Baum, und dahinter seht ihr seltsame Männer und Frauen mit schwarzer Kleidung und weißen langen Haaren. Sind das Bedienstete eures Vaters? Die relativ hektisch hin und her laufen. Ist das eine Besonderheit, dass sie schwarze Kleidung tragen? Oder sieht man das häufiger? Ich ziehe euch rein. Ist das irgendwie hier ein Begrüßungskomitee vielleicht? Würde mich wundern. Vater neigt seht nicht ihr, dazu. Oder, ach so, nee, ihr seht nicht. Nee, ich muss die Karte noch umstellen. Vater neigt nicht dazu, emotional zu schicken. Hast du irgendwelche Anweisungen noch für Boronsberg, die wir beherzigen müssen? Nee. Na, dann... Tu einfach das, was ich dir sage. Das tue ich doch fast nie mehr. Es ist aber untypisch, kann ich ganz klar sagen. Wir sehen auch komisch aus. So, die wenigsten Menschen, die nichts zu verbergen haben, tragen schwarze Kleidung. Von daher macht euch mal auf was gefasst. Ja. Wäre nicht die erste Schlacht, die wir zusammenschlagen. Komm, lass uns näher gehen. Ja, ich würde die Waffen ziehen. Ja, ihr zieht die Waffen und kommt auf die zu. Und die sehen dann auch, dass ihr kommt. Alrigio, alle nochmal zurück. So, Alrigio ist als erster dran. Achso, warte mal, ich habe noch gar nicht gewürfelt. So, ja, sind das sind einfach ein paar Leute auf der Straße dunkel. Und alle ziehen direkt ihre Waffen. Ilana versteht gar nichts mehr. Dann ist mach doch deine Katzenaugen, mach dir doch deine Krallen und so. Ihr Ilana. Seht, wie der Erste nach, oder die Erste, wie die Erste nach vorne springt und ihr meint, dass ihr da mal Geschichten über Dunkelelfen gehört habt. Nee. Und Alrigio, du siehst, wie eine Frau ihren Pfeil spannt, ihren Bogen, und auf dich schießt. Okay. Ah, Fernkampfpanzer, sehr schön. Alter. Ja, und die, du siehst halt irgendwie, ist der Bogen geknackt, den sie jetzt wütend zur Seite schmeißt. Dann wäre der zweite Dunkelelf dran, der direkt sein Schwert zieht und ansonsten erstmal nichts macht. Die stürmt auch nach vorne und schießt. Jetzt allerdings auf den Gunnar. Aber die trifft. Alter! Auch wieder ein Patzer! Unglaublich! Ja, und die Männer ziehen alle ihre Schwerter und verteilen sich hier so ein bisschen. Okay, Vot, du bist dran. Den, noch nicht. Ja, sie sind noch nicht über den Baum gegangen, ne? Nee, die verschanzen sich so ein bisschen dahinter. Also ich habe keine Möglichkeit, hier jetzt einfach anzuspringen und anzugreifen. Oder könnte ich da gucken. Hier so rumgehen? Du darfst ja 8 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, das passt. Also die Frauen kannst du, da könntest du über den Busch springen und die angreifen. Ja, dann mache ich das. Ja, du springst da rüber mit deinem gezogenen Drapieren und hackst auf die ein. Ja, mach ich auch. Blöde Kuh. Die versucht jetzt allerdings da drunter wegzutauchen. Das ist kritischer. Kritischer Treffer. Ist leider nur noch eins. Kritischer Treffer. Macht nichts. Sind auf jeden Fall 8 Stück, dann dreh ich die Klinge. Und du drehst wahrscheinlich noch, ne? Ja, und du erwischst sie mit deinem Rapier halt voll in die Schulter und drehst die Klinge und erwischt sie richtig hart.
Zweiter Angriff. Ja, da kommt direkt hinterher. Blöde Kuh, was denkt die denn? Das ist dein Wald. Ja, echt, ernsthaft. Ich bin der Einzige, der hier holt. Wirbelst du umher, aber du kannst sie damit nicht treffen. Sie kann sich dann doch noch, trotzdem sie vor Schmerz aufschreit, zur Seite wegducken. Alrigio. Rigo zieht seine Balestrina und schießt auf die Frau, die ihn versucht hat zu treffen. Alles klar. Oh, was ist denn da? Was ist ja. Gut, eine 6. Also wenn die jetzt in Deckung ist und eine 6 hätte, hättest du trotzdem getroffen. Ja. Die versucht dem Schuss... Die hat doch gepatzt. Bitte? Die hat doch gepatzt, die kann doch jetzt nichts mehr. Ah, gut, okay. Hast du recht. Ehrlich sind, ne? Boah, und dann würde ich sofort losrennen und ebenfalls daran. Okay. Du packst während des Sprints deine Knarre weg und ziehst wahrscheinlich eine andere Waffe, ne? Ja, mein Schwert. Mhm. Ja, dann wäre Ilana dran. Ja. Ilana würde hinterherlaufen, auch da, wo Boot steht, und diese... Ilana, du hast so ein Amulett, vielleicht setzt du das mal ein. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Nein, das war ein Geschenk von Gunnar. Ja, aber vielleicht nutzt das was, wenn es dir jetzt umhängst. Statt in der Tasche. Ja. Und würde Alitu auf die zaubern. Ja. Oh. Und die so probieren weg zu... Genau, Alitu. Wenn das denn geht. Das geht ja nie. Da benutze ich jetzt mal einen von meinen Chips. Ja, du musst aber noch wissen, also wir benutzen eigentlich nie irgendwelche storyrelevanten Items, die lassen wir mal im Rucksack vergammeln. Ja, eben, das wäre schlecht eigentlich. Ich glaube, vielleicht nutzt das was. Weil die auch zu schade sind. Dann wiederholen wir auf einmal. Ach, warte mal, du kriegst hier von Oberon, hast du einen Reroll bekommen. Dann darfst du das auch ohne Chip einmal machen. Ah, nice. Oh. Danke, Oberon. Aber ne. Das Gracia. Dann ganz ehrlich. Das halt nicht. Dann gehe ich halt raus aus dem Kampf. Ein Elf und ein Waldelf, die sehen schon anders aus. So, die Elfe muss jetzt erstmal ihr Schwert ziehen, darf also nichts machen. Der Dunkelelf würde jetzt ranspurten, Alrigio ins Target nehmen und auf ihn einhacken. Mal eben. Ich stehe ja leicht erhöht, ne? Das ist ja schwieriger für ihn. Ich stehe ja auf dem Ast da, auf dem... Nee, warte mal. Ich probiere erstmal was anderes. Erfolg. Okay, gut. Die nächste Dunkelelfe würde hier... die muss auch ihren Bogen wegpacken. Kann also auch nichts machen. Der nächste würde auch zaubern. Ich muss hier die Punkte nur abziehen. Ilana, tu was. Du hast Astralenergie. Bestimmt, weil ihr die Daria entzürnt habt. Auf hier vor allen Dingen. Das war Gunnar. Und auch der würde erstmal seine Körperkraft steigern. Oh. Und dann wäre Wot an der Reihe. Die machen so Hexenscheiße. Ja, ich bin da eher so ein bisschen konservativ. Ich mache das, was ich immer mache. Ich schlag der blöden... Ist auch erfolgreich. ...Tante aufs Bein. Oh. Ja, aber das wird leider nix. Du hast nämlich einen Patzer. Wenn du einen Patzer machst, darfst du nicht einen zweiten Angriff machen, nein. Darf ich da hier eine Dings für ausgeben? Nein, nicht beim Patzer. Nein, nicht beim Patzer. Ah, so eine Scheiße, ey. Der nächste, bitte, Alrigio. Ja, Alrigio greift seine Elfin da an und haut dir jetzt welche mit dem silbernen Schwert einen rein. Hoffentlich zumindest.
Habe ich einen Bonus, weil ich höher stehe? Nein. Also angeblich kann ich den Wurf wohl wiederholen wegen. Nein. Betrifft. Sie zieht ja gerade ihre Waffe, ne? Sie kann also. Aber nicht. Es steht da. Sie zieht ihre Waffe, ne? Sie ist. Und sie weicht dir dabei aus. Oh, dann kann sie Waffe nicht ziehen. Doch, sie kann aber die Waffe ziehen. Boah, scheiße, ey. Ilana. Ja, ich würde meine Fingernägel wachsen lassen. Mhm. Und der voll eine in ihr schönes Gesicht hauen. Ich bin die Einzige, die hier gut aussehen darf. Naja, naja. Jawoll. Das ist überzeugend auf jeden Fall. Auf Alrigio? Oh, na, oh, hallo, das war die Einzige, aber, hat sie gesagt. Nee, die Hexe ist aber im Target. Keine Ahnung, warum es auf Alrigio geht. Ach so, nee, du musst auf dich die Dings machen. So, der Alrigio, da müssen wir die Hexenkrallen wieder rausnehmen. Bitte. Da war jetzt nur der Zauber der Hexenkrallen. So, und dann kannst du, glaube ich, damit angreifen direkt, ne? Oder erst in der nächsten Runde. Ich glaube, direkt ging das bei den Hexen. Ja. Ich meine auch, ja. Okay, dann greif schon mal. Dann würfel ich jetzt einfach noch. Ah, nee, warte. Angriff muss ich jetzt damit machen. Ja. Aber geht daneben. Gunnar. So, jetzt komme ich auch endlich dran. Ja. Moment mal, ich will nur ganz kurz insistieren. Da steht Waffengröße, Gegner. Du, sie zieht ja gerade erst die Waffe. Die Modifikatoren zählen also eigentlich nicht. War ein Versuch auf jeden Fall. Wie war das? Bazaar, Gibbet nicht? Nein, Gibbet nicht. Ja, ich wollte es nur sagen, da müssen wir nächstes Mal drauf achten. Ja. Nächstes Mal müssen wir drauf achten. Ja. Die Elfe vom Tigre, die hat schon einen abbekommen, ne? Die haben beide schon. Die Frauen haben beide schon. Es geht sich darum, dass ich das jetzt nicht nochmal ausweichen können, wenn ich jetzt den Kopf einschlage. Ausgewichen ist nur die oberste. Genau. Von mir, ja. Siehst du aber auch immer an der 1 an dem Token. Ja, ausweichen kann sie nicht und du knallst ihr die Axt rein und die sackt halt bewusstlos zusammen. Das ist gut. 1. So, dann ist sie auch an der Reihe, kann aber nichts machen. Und der nächste ist dran. Der spurtet jetzt hier vor und greift Alrigio an. Seinem Chakagra-Schwert. Ach du Scheiße. Das hört sich komisch an. Das ist nicht gut. Aber es ist gescheitert. Ah, das gibt's doch nicht. Bitte doch. Und der nächste, also die Frau ist jetzt hier dran, die würde jetzt hier auf den Gunnar losgehen, weil der sie gerade malträtiert hat. Ah ne, hat er also gar nicht, die hat er auf die andere gehauen, ne? Ich hatte die oben kaputt gekloppt. Ja. Die hast du noch nicht rausgenommen aus dem Kampf. Die ist ja auch noch nicht tot. Mhm. Okay. Ich dachte, die wäre raus. Und die versucht einen Wuchtschlag zu landen. Was sie auch schaffen würde. Gibt's hier. Dum-dum-dum-dum. Dann würde ich versuchen. Ja. Nee, schaffst aber nicht. Du versuchst da irgendwie auszuweichen und dich zu verteidigen, aber sie erwischt dich halt. Sie ist geschickter, als du es gerne hättest. Der nächste Elf, 1, 2, das passt, kommt hier hin und nimmt auch Alrigio ins Ziel. Und hackt auch auf dem mit seinem Schwert ein. Und würde treffen. Rio reagiert natürlich dann und versucht mit seinem Schwert diesen Angriff zu parieren. Ja, macht das. Ich hab keinen Bonus, ne? Dass ich da draufstehe auf dem Ball. Nee. Ne? Schade. Ich frag nochmal. Nee. Und er erwischt dich. Ja. Und der letzte Dunkelelf in dieser Runde ist dran. Der kommt hier zu Wot gerannt und schnappt sich den.
und attackiert dich mit einer Reihe von Schlägen mit seinem Säbel oder mit seinem Schwert. Und Wot kann jeden einzelnen Schlag parieren. Und damit bist du auch dran, Wot. So sieht das nämlich aus. Ich bleib meiner Linie treu und schlag aber auf die verletzte okay. Alte da ein. Aber er trifft's nicht. Der zweite Angriff vielleicht? Treff einfach nicht. Echt, ey. Ich treffe auch die ganze Zeit nicht. Dafür hast du ihn beim Oger die ganze Zeit getroffen und immer Sechsen geworfen. Und sie versucht auszuweichen, aber das schafft sie nicht. Und du ziehst ihr 6 Punkte ab und drehst bestimmt die Klinge. Das ist richtig. Gut. Und dann wäre Alrigio dran. Alrigio greift seine Alte dagegen überhaupt an. Die ist ja schon 5 Jahre aus dem letzten Loch. Da brauchst du nichts mehr machen. Du setzt einen Coup de Grace und richtest sie hin. Ilana. Ja, ich würde wieder meine Krallen einsetzen. Jo. Vielleicht treffe ich irgendwann mal. Ich benutze auch einen Punkt. Ich will jetzt endlich mal treffen. Ja, ist gescheitert. Müsstest du tatsächlich einen Punkt setzen? Ja, habe ich einen ausgegeben. Okay. Das gibt's doch nicht! Und auch der geht aber leider daneben, Ilana. Du musst vielleicht deine Kampfskills mal ein bisschen höher setzen. Ist gut im Aussehen, aber ansonsten... Gunnar! Was? Ja, ne? Einen nach dem anderen immer wegkloppen. Dann kommt jetzt die Elfe, die da auch schon vom Wot einen abbekommen hat. Ja, und das sieht gut aus. Vom Wot, die hatte, glaube ich, eine Parade schon, ne? Genau. Dann kann die nicht ausweichen. Boah, und damit haust du die auch aus dem Leben. Das dürfte Matsche sein. Ja. Jawoll. Jo, und damit ist der Dunkelelf dran, der sich wieder Alrigio nimmt. Aber zuerst die Frauen kaputt gemacht. Ja, ist sehr ritterlich. Die standen halt vorne. Die haben angefangen, die haben geschossen. Das ist ja alles und geil. Er würde dich treffen, wenn du deine Parade nicht packst. Ja, natürlich packe ich die. Siehste? Jo. Pack's. Zack! Kling! Der nächste macht genau das gleiche. Donnerter. Ich stehe auf einem Mast. Und würde auch packen. Ja, ja, sagst du so. Ja, und er erwischt dich auch. Und du merkst halt, wie die, seine Klinge voller Schmerz in deinen Körper eindringt. Das Jagd vom Herzen, ne? Der letzte geht wieder gegen Wot. Und attackiert ihn mit einem Wuchtschlag. Sind das diese aufgepumpten? Nee, die habe ich, glaube das ich. Sind die, oh, die sind, glaube ich, fast alle aufgepumpt. Nee, packt aber nicht. Wenn die so ein Mannequin da drin haben, dann sind die aufgepumpt. Wot. Die sind alle aufgepumpt. Sehen kein Mannequin. Ja, kannst nicht. Ist mir aber scheißegal. Hauen tot. Klar, blöder Pisser. Ja, du attackierst ihn mit einigen Schlägen, er weicht aber ab aus und kann deinen Attacken ausweichen. Ja, soll es nochmal machen. Tanz, Michael, Tanz, genau. Das geht nicht, kann er nicht, Scheiße. Aber du kannst zumindest deine Klinge nicht drehen. Alrigio. Alrigio schnappt sich jetzt den zuerst angegriffen hat und versucht ihn eine zu verbassen mit seinem langen Schwert. Jo. Ja. Der hat noch eine Reaktion. Ah. Und schafft es. Ilana. Ilana kann sich anscheinend nicht wehren und würde so ein Miauen von sich geben und Katzen nach Hilfe rufen. Und dann würden 3 süße Kätzchen aus dem Wald kommen. 3 Bei süße... ihrem Hinsehen hoffentlich nicht mehr ganz so süß sind. Und auf den ersten Elfen dann dem Boot losgehen und den probieren zu beißen und zu kratzen. Ja, das können sie gerne in der nächsten Runde machen. Mau! Geil. Miezekatzen. Die Katze. Jo, und damit ist Gunnar an der Reihe.
Ja, Gunnar denkt sich so, zwei sind schon tot und stellt sich dann schön hier hinter den Elfen. Ja, dann kriegst du eine bevorzugte Position. Genau. Und vorteilhafte Position da und schlägt ihm dann noch schön mit seiner Axt in den Rücken und tötet ihn einfach. Oh, Doppel 1, das gibt's nicht. Was? Boah, krass. Doppel 1, das hat Gunnar, man ja nie. Was ist das denn? Wer wühlt denn da zwei Eisen? Gunnar, du gehst hinter ihn und drehst dich einmal und deine Axt durchtrennt seinen Schädel, der mit einem Pock, Tier, ey, auf die Seite fällt. Und der andere Dunkelelf sieht das und will sich jetzt verpissen. Ihr bekommt einen Passierschlag, also der Alrigio bekommt einen Passierschlag. Den würde ich mit einem Wuchtschlag kombinieren. Gut. Ach, der würde. Oh, der brennt doch, der Würfel. Ja, also, wegrennen. Der andere Dunkelelf würde auch versuchen abzuhauen. Dadurch hätte Wot und die drei Katzen einen Passierschlag. Mit 16 ja gepackt, alter Schwede. Hast du auf minus 4 gedrückt, Wot? Nee. Dann wäre das eine 12. Hä? Muss ich auf minus 4 setzen? Du musst auf Passierschlag drücken, wenn du einen Passierschlag machst. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich auch nicht gemacht. Müsst ihr aber machen, Leute. Wie geht das denn? Ja, das musst du uns nochmal sagen. Wie soll das, ja, soll das denn technisch funktionieren? Dann ja, indem du ihr einfach einen Angriff würfelt. Ja. Und dann kommt, dann könnt ihr da Passierschlag ankreuzen. Lass das nochmal machen, dann muss ja der Alrigio nochmal zuhauen. Das geht ja, der Alrigio nicht, der Alrigio hat letztes Mal schon gesagt, oh, das wusste ich nicht, da muss ich nochmal würfeln. Nee, das war aber ja auch eine andere Einstellung. Das, du sagst das einfach nicht. Nee, machst du immer diesen hier. Der Boot, bitte? Geht denn auf Modifikator oder wo gehe ich Passierschlag? Nein, du machst einfach einen Angriff und dann machst den Haken bei Passierschlag minus 4. Ja, das musst du einem sagen. Beengte Umgebung, okay. Falscher Hand, vorteilhafte Position, Passierschlag. Finde ich nicht. Ja, siehst du? Du musst schon mal auf den Angriff gehen und dann öffnet sich doch so ein Fenster. Genau, da habe ich Sichtverhältnisse, bedingte Modifikatoren. Beengte Umgebung. Falsche, ja, Hand, vorteilhafte Position. Und das Passierschlag, so yay. So, jetzt dürfen die Katzen das mal üben. Die erste 19. Verkackt. Aber ich darf ja dreimal. Trifft verkackt denn irgendjemand? Die sind genauso, die sehen auch nur süß aus und können nix. Toll. Und auch verkackt. Und auch der versucht sich zu verpissen. Was macht ihr? Versucht ihr den hinterher zu rennen? Schießen, ich schieße nochmal. Ja, mit dem Bogen. Okay, dann könnt ihr gerne nochmal schießen. Wer ist als nächster dran? Wot. Hat er was zum Schießen? Nee, ich schieße nicht. Alrigio. Ja, Alrigio schießt nochmal. Ich sehe nichts im Dunkeln. Ja, was darf er denn jetzt alles anklicken? Wie, was darfst du alles? Ja, anklicken? Erhöhte, was weiß ich, sag mir. Nein, was gar nichts da. Gar nichts, ja. Dann Erfolg, na wunderbar. Da hat das nochmal, der Arsch. Ilana. Ich würde hinterher noch laufen. Doch, gegen wen hast du jetzt geschossen? Gegen den oberen Elfen, der ist verletzt. Und die Ilana gegen den unteren? Ja. Ich glaube, du bekommst sogar noch an den ran, ne? Komm ich an den ran? 8 Felder sollte doch passen. Okay, Gunnar. Ja, Gunnar kommt nicht mehr so weit und nimmt sich einfach noch so eine von diesen Leichen, die sich da nehmen. Kommt zurück und dann passiert das mit euch. Okay, ich würde sagen, wir kürzen das Ganze ab. Ihr packt euch die noch und jetzt habe ich den Gunnar gelöscht. Und bringt die noch um. Ja, und steht dann da und seht, dass die irgendwie einen Reisenden, einen Boten oder sowas umgebracht haben. Mal alles durchsuchen, was die denn so bei sich hatten, was der bei sich hat. Ja, ihr durchsucht die und die hatten insgesamt 30 Dukaten bei sich und 6 Silber. Dann hatten die Heiltränke dabei. Krass. Ja, das müssen wir erstmal aufteilen. Haben wir eine Gruppenkasse oder sowas?
Schreibt einer für Kiel mit? Ansonsten nimmt das Ilana gerne entgegen. Nein, nein, nein. Ihr könnt euch jeder einen Heiltrank gutschreiben. Wir können, Gruppenkasse können wir bei der beim Gruppentoken können wir da einfach reintragen. Ich habe jetzt 30 Silber und 30 Dukate und 6 Silber waren es, ne? Das ist eine gute Sache, ja. Hm? Genau, da könnt ihr alles reinschreiben. Und jeder Heiltränke, welche Qualitätsstufe? 3? Ja, oder? Warte, ich pack dir den, ich zieh dir den rein, warte. Mm. Ja, genau, zieh mir den mal rein. So, was habe ich gesagt? 1, 2, 3, 4. So, alles klar. Ja. Gut. So. Der Bote? Genau, ihr durchsucht den Bote und findet bei dem nämlich tatsächlich ein Schriftstück. Und zwar ist das ein versiegelter Brief. Moment. Mit was für einem Siegel ist vor allen Dingen interessant. Ja. So sieht das Siegel aus. AG. Alrik Ganzhämmer. Naheliegend. Naheliegend. An Gunnar. Könnte für dich sein, Gunnar. Das könnte auch sein, ja. Ich würde mir den Brief nehmen und aufmachen. Ja. Du machst den aufmachen gefährlich. Finde ich aber logisch auf jeden Fall. An Gunnar. Du machst den Brief auf und rollst ihn aus und siehst das. Kannst du nicht mal eine leicht zu lesende Schrift nehmen? Ist echt so. Ja, aber das da können wir also wahrscheinlich nicht lesen, ja, weil wir die Sprache tatsächlich, glaube ich, nicht können. Scott Zax Daxion. Ja, oder was ist das denn für eine Sprache? Elfisch wahrscheinlich wieder. Nee, ich kann halt ein paar Sprachen. Macht mal irgendwie einen oder so einen Intuitionswurf oder Weisheit. Ich kann nämlich Gareti, Gemeinimperial, Tulamidia. Intuition oder? Intuition oder Klugheit? Intuition, Klugheit oder Weisheit? Weisheit gibt's hier nicht. Weisheit gibt's Klugheit. Hier nicht. An Klugheit. Hahaha, wie intuitiv ich bin. Ja, ihr glaubt nicht, dass es sich dabei um eine fremde Sprache handelt, sondern eher, dass diese Nachricht verschlüsselt ist. Da hätten wir jetzt ja Haare gebraucht. Die konnte damit immer so gut umgehen. Gibt es irgendeine Fähigkeit, um sowas zu entschlüsseln? Ja, euren Kopf. Ja, den hat Gunnar nicht. Du aber. Aha, muss ich jetzt wirklich überlegen. Ja. Ich hab das gerade geschlossen. Wo finde ich das denn? Um Viertel vor 11 kommst du mit sowas. Nee, ich wollte euch das eigentlich auch nur geben. Ich muss mal gucken, ob ich das freigeben kann irgendwie hier. Okay. Kannst du uns den Text ansonsten so geben? Dann ist das ein bisschen was einfacher. Ist das den dann hier? Kann ich euch natürlich auch so geben. Warte mal. So, dann ist das bestimmt so was wie schön wie Rot 13 oder sonst ein Blödsinn, die einfach. Eine Lochschablone hat er nicht bei sich, der. Nee. Das wäre am einfachsten. Where is it denn? Geht er nicht. Da kann ich hier reinposten, warte mal. Geht das so? Ist das jetzt aufgegangen bei euch, der Text? Ja, mit Text sogar. Nice. Warte, ja, warte. Das Ding, das sehe ich, aber gibt es eine Möglichkeit, dass du den Text an sich uns irgendwie schicken kannst? Dass wir das nicht in dieser blöden Schriftart haben? Ja, aber habt ihr den jetzt? Ja, den kann man unter der geheime Brief fünftens. Da steht der, ohne dass es irgendwie ein komischer Schrift ist. Aber sonst habt ihr jetzt nichts gekriegt, freigegeben? Doch, der geheime Brief entschlüsselt, kann man auch ankriegen. Nein. Das geht gut. Ich verstehe gar nicht, warum ich den. Nice. Ah, jetzt wieder weg. Hat uns alles weggenommen. Alles? Ja. Komisch. Ja.
guter Freund Alarich könnte der Anfang sein. Hast du schon gelesen? Danach aber aufgehört, ja. Den Anfang habe ich gelesen. Können wir ja mal mitnehmen, dann passiert genau dasselbe wie mit dem Brief, den ich auch schon seit 100 Jahren mit mir rumschleppe, von dem Dickory Mondkrähe. Oder mit dem Artefakt im Elfischen, das auch wahrscheinlich untergeht. Ich wollte das nicht vor denen auspacken, nachher klauen die das noch oder so. Es wäre interessant geworden, was vielleicht mit ihnen passiert. Vielleicht wären sie gerade Zauberkraft beraubt gewesen. Das sind ja andere Elfen. Das nach Ostern schon wohl irgendwie zu lösen wissen. In der Ostern? Dinge. Was ist Ostern, ein örtliches Fest? Ja, ja, absolut. Es wird hier in der Region gerne gefeiert. Ah, das ist wie das Gunnarfest. Nur besser. Ja? Ja. Worum geht es, weil da... Um Gunnar. Ja, ich meine bei den Ostern. Ostern. Das geht um den Osten. Ja, was feiert ihr da? Ja, dass es den Osten gibt. Wie feiert ihr es? Wir gehen alle nach rechts und dann trinken wir ein Bier. Naja. Warum nicht? Ich habe den Text aber mal rauskopiert gehabt, bevor du den uns weggenommen hast. Also den nicht fertigen. Ich kann ihn einfach mal pasten. So. So, ihr müsstet jetzt auch nice, danke. Zugriff haben. Ja, das ging bei mir gerade irgendwie nicht. Jetzt klappt. Ja, genau. Aber sonst kann ich den auch nochmal per WhatsApp durchschicken. Ja. Gott. Sollen wir den auch noch schön an den Twitch-Chat schicken, dass sie auch noch was zu tun haben, wenn sie mal Lust haben? Also, wer so was Spaß hat, der hat Vater und Mutter erschlagen, ehrlich gesagt. Das ist doch hier so ein... wo du dann irgendeinen Buchstaben für den anderen einsetzen musst. Das ist ganz kacke. Ja. Ist zu lang. Ja. Ist zu lang für den Twitch-Kanal. Man muss wahrscheinlich einen einzelnen Teil dann nochmal schicken. Schluss machen, ich bin müde. Wir machen jetzt auf jeden Fall Schluss. Mir war nur wichtig, dass ihr diesen Brief noch findet und dann würden wir nächste Mal weitermachen. Ihr könnt euch dann jetzt schön Gedanken machen, was es mit diesem Brief auf sich hat. Und Gunnar, kannst du den Text nochmal bei WhatsApp reinjagen? Ja, ja, mach man ich. Den eventuell auch... Machst du, sonst mache ich eben. Ich habe den drin, ich mache gerade WhatsApp auf und dann schicke ich den. Genau, und dann könnt ihr euch da, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, den Brief zu entschlüsseln. Nein, ist doch herrlich. Und dann schauen wir mal, ob ihr das bis dahin schafft. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, ihr lieben Insolvenzopfer oder im Discord-Server posten. Das kann ich gerne mal machen. Das ist eine gute Idee. Ich poste das mal im Discord-Server, dann könnt ihr auch rätseln, wenn ihr möchtet. Gerne veröffentlichen. Ich poste das im DSA-Channel. Ja. Bitte schön. Gunnar wird das schon herausfinden, der Brief war ja schließlich an ihn. Ja. So, genau. Und dann machen wir an dieser Stelle Schluss mit unserem ersten Teil unserer neuen Kampagne, in der wir einige neue Leute kennengelernt haben, seltsame Orte kennengelernt haben, eine komische Nachricht abgefangen haben und Dunkelelfen und Ogre gekämpft haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zuschauer hatten wir so 20 bis 23 heute. Danke für euer Einschalten, ihr Lieben. Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage. Danke für euch, fürs Mitspielen und dann sehen wir uns in der Woche nach Ostern wieder. Also nicht in den, also nach Ostermontag die Woche. Ne? Bis dahin alles Gute und ciao. Tschüss. Und danke fürs Lachen.